Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? So, und ihr meintet ja beim letzten Mal, wir sollen ruhig diese Ich-will-über-Sie-reden-Option immer noch mal mitnehmen, weil sich da auch einiges, ne, neu noch etablieren kann, oder nicht? Captain Jack, ja, fehlt da nicht irgendwo ein Captain? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. So. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles oder schauen Sie nur so vorbei? Das Ding ist, wenn wir komplett verkacken bei unseren Missionen, dann gibt's auch keine Abschlussbesprechung. Also die Angst kann ich ihm schon mal nehmen, dann sind nämlich alle komplett tot. Nachher redet er mit dir über seine Fantasien. Ja, wie bei Bolias, ne? Bolias, als er seine erotischen ERP-Abenteuer auslebte und dann plötzlich in Dungeons angeflüstert wurde mit "Ich will unbedingt, dass du Fantasien hast, wie wir zusammen sind" und so. Ja, ist schon manchmal kosmisch, die Aura dieses Mannes. Vielleicht ist es bei Jacob auch so. Wir werden sehen. Ich möchte meine Crew kennenlernen. Vergessen Sie die Vorschriften und erzählen Sie mir von... Kleine Spende für Herr Meyer, DX, Cat, DX, Cat, DX, Cat. Früher bei der Allianz, genau wie Sie. Keine Reaper oder sowas. Aber mich haben Sie auch unter den Teppich gekehrt. Je mehr man leistet, desto weniger wollen die zugeben, dass etwas unternommen werden musste. Geil, Gagi, dankeschön. Dankeschön, auch im Namen meines Katers für deine schöne, schöne Donation. Vielen, vielen Dank. Das Timing hätte halt so godlike sein können, wenn Jacob jetzt noch eine längere Pause gemacht hätte, ne? Und das wäre dann seine Antwort gegeben, aber nein. Fast. Close Call, ja, X, nee, DX oder XD, es war DX Cat, ja, und da wären wir wieder. Gagi, dankeschön. Vielen, vielen Dank. EAP mit dem Arschkissen? Nee, das war lange, lange vor dem Arschkissen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Mad Moments Part war. Irgendwo in der Nähe von Delfinfakten und Co. Da war Dennis, glaube ich, auch noch mit dabei. Und da hatten wir so eine schöne, zusammenschnittige Collage von Bolias und seinen EAP-Abenteuern. Aber das ist, ich glaube, schon Jahre her. Weiß gar nicht, was wir da gelevelt haben. Dunkeleisen, Zwerge oder so. Ja, demnach ist es ja Tausende her, wenn es die waren. Lol. Schmelke, Hallöchen. Höcki, Grüße. Hi, hi, war in Classic Dungeons irgendwo, Scharlachrotes Kloster oder so. Ja, sind immer noch Top-Feed. Ja, aber hallo, was haben wir denn noch zu Cerberus und die... Oh, Höhepunkt der Karriere. Ja, da bin ich aber sehr gespannt. Was war der stolzeste Moment Ihrer Laufbahn? Der Job, auf den ich am meisten stolz bin, war nicht für die Allianz. Kaum jemand weiß davon. Eine Gruppe Batarianer wollte mit einem Virus den Rat umbringen. Miranda und ich haben das verhindert. Oha, mit einem Virus triggert... Seltsam, dass man davon nichts gehört hat. Die eigentliche Arbeit gelangt nie an die Öffentlichkeit, das wissen Sie doch. Weil es angeblich besser ist, wenn die Leute nicht wissen, wie zerbrechlich das System ist und wie nahe ihnen die Bösen schon gekommen sind. Ah. Und darum ist es nie geschehen, wie das mit Ihnen und dem Reaper. Und deshalb bin ich hier. Wow, okay, er kann auf ähnliche Sachen zurückblicken. Die Story mit den Fantasien kenne ich schon, mein Beileid. Meinte nur, dass sie jetzt vielleicht durch sein Kissen wieder hochkommen. Oh, das könnte sehr gut sein, das werde ich demnächst mal ansprechen müssen. Da haben wir vielleicht einen neuen wunden Punkt gerade getroffen. Das ist durchaus denkbar. Sind immer noch topfit, Stellung beziehen ist wichtig, sie verloren einen guten Mann. Ah, ja, das ist halt alles wahr, ne? Was hatten wir hier jetzt noch? Der Beitritt? Ja, können wir ruhig auch nochmal reinhören. Wir wollen ja die Crew auch kennenlernen, wenn wir die Chance mal haben. Was hat sie zur Cerberus gebracht? Die Allianz hat mich nach Eden Prime aufs Abstellgleis geschoben. Irgendwann kam ein Job mit Miranda, den Cerberus als Vorstellungsgespräch betrachtet hat. Und jetzt bin ich hier. Resultate um jeden Preis scheint gar nicht ihr Ding zu sein. Stört sie die Vergangenheit von Cerberus denn nicht? In der Allianz geht's nur um Politik. Irgendjemand muss die Bösen ausschalten. Cerberus tut das. Also bin ich dabei. Ja, gut. Da hat er auf jeden Fall seine Einstellung beibehalten können. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja, zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Sie wissen ja, wie das läuft. Obwohl ich wette, dass Cerberus sie besser gemacht hat, als sie je waren. Haben Sie Upgrades? Ich konnte nicht fragen. Ja, ich kann jetzt meinen Lulli mit beliebigen Aufsätzen versehen, Leute. Komplett war es das alles wert. Keine Chance. Ich war die ganze Zeit unter Aufsicht. Das passt. Sie wollen immer alles unter Kontrolle haben. Ist das alles, Commander? Die Pflicht ruft. Es gibt noch viel vorzubereiten. Cool. Ey, sogar Pünktchen bekommen. Pünktchen und Anton, geil. Ey, yo, ist das Kanye West? Tatsächlich meintet ihr bei einem der letzten Streams, dass sie ihn bewusst nach diesem Vorbild
designt haben. Ja, gutes Auge. Gutes Auge, gutes Auge. Wenigstens das eine, oder? Beide wäre ja auch ein bisschen zu Mainstream, hör mal. So, vielleicht hat unsere liebe Kelly noch was Neues. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Oh, okay, darauf hätte ich verzichten können. Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Cyrux, Salüchen. Warum? Ja, wir haben ja auch noch gar nicht Kontakt mit ihr gehabt oder so. Deswegen müssen wir nochmal nachfragen, weil ja voll der normale erste Kontakt so. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht. Aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Ich will jetzt lieber fragen, woher sie das mit der Sexualität weiß, Alter. Erstmal überall ein paar Überwachungskameras installieren hier. Sag mal, Kelly, wird hier auf meinem Schiff rumlesbisiert oder wie sieht das aus? Magst du Fischstäbchen? Hatten wir leider nicht als Option. Wäre aber nice gewesen. Sehr, sehr nice Sache. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Nice, vielleicht gibt's hier noch was Neues. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Das ist schön. Nee, noch nicht. Okay. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Hey, ich habe immer Zeit für Sie. Kommen Sie mit meinen Sorgen einfach zu mir. Yo, ich gehe dann besser. Ciao. Ciao. Okay, hatten wir hier noch irgendwen auf der Ebene? Ich glaube, im Labor war da auch noch was, oder? Jojo, Hallöchen. Ah ja, hier war da unser Dog. Mordin, was geht? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Oder suchen? Nope. Oben? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group. Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen. Und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Oha! Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Ups! Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Krass. Was hat Ihr Team unternommen, als klar wurde, dass die Kroganer die Genophage langsam überwanden? Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage, haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt, die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Cool. Haben sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Was? Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Uff, schwierig. Wie haben Sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen. Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Es ist immer besser, wenn alles klappt wie geplant, oder? Ein Träumchen. Thirsty, Dobi, Hallöchen. Sie haben falsch gehandelt. Boah. Da fühle ich mich überhaupt nicht in der Lage, das jetzt hier auf spontaner Basis beurteilen zu können. Dafür haben wir ja so viele verschiedene Ansichten auch kennengelernt, auch im ersten Teil schon. Ich bleib erstmal bei, okay, wir wissen Bescheid und vielleicht bringen uns diese Infos ja irgendwann nochmal was. Das haben Sie sicher noch nicht vielen erzählt, Morden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie es mir mitteilen. Sie sollten wissen, dass ich bereit bin, das Notwendige zu tun. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Okay, cool. Cool, cool. Da sind Jacob, Morden, Kelly, der Pilot und so unser System hier, ne? Eddie. Eddie am Start. Aber das stimmt, mit Joker müssen wir eigentlich auch nochmal ein bisschen schnacken.
Und dann sind wir hier auch schon ganz gut durch. Was für Bonis bringt es, Leute zu abonnieren? Ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Aber wir holen sie zurück. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen ihren Bruder zurück. Und dann werden die Kollektoren bezahlen. Na Mann, nieder mit den Kollektoren. Easy, auf Twitch meinst du jetzt? Naja, zum einen kannst du guten Gewissens schlafen, weil ich Geld von dir kriege. LOL. Das ist mein Bonus. Nee, du bekommst dann Werbefreiheit auf dem Kanal und du bekommst halt Zugriff auf die Emotes, ne? Und du kriegst so ein geiles Abzeichen, wie das ganz, ganz viele andere haben in Form dieses nicen Frosches. Vergiss Jack nicht. Jack soll ich auch nicht vergessen. Mach ich nicht. Joker. Okay, Shepard. Freut mich, dass Sie zurück sind, aber behalten Sie bitte den Neuzugang im Auge. Wir haben nur begrenzt Platz für Geisteskranke. Geil. Einfach komplett on point. Oh mein Gott. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Das stimmt. Oh, was mit der alten Crew, ob er krasse Insider-Infos hat? Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich hab gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Ah, das ist schon richtig bitter, oder? Das tut richtig weh, Mann. Wir waren das Bindeglied. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Stummschalter benutzen? Nein. Es gibt einen Stummschalter. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Hm? Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Was ist dieser Talk? EDV, elektronische Datenverarbeitung, ne? So Informatikkram. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Tschüss. Oh mein Gott, also hier muss man aber auch aufpassen, wenn man hier den ganzen Tag sitzt, dass man nicht von einem epileptischen Anfall in den nächsten stolpert. Oh, der hatte ja eine geile Kindheit. Klingt super, oder? Klingt total super. Wusste ich natürlich. Ja, war eine Fangfrage, ne? Um zu gucken, ob ich das weiß. Gut, Jack war ja ganz unten. Glaube ich. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Wir fahren erstmal noch eine Weile. Und wenn wir dann wen vergessen, können wir das ja auch immer noch nachholen. Quartiermannschaft. Können wir mal gucken? Wir werden sehen, wie es wird denn gehen. Hallo? Na, ich will immer noch, dass ich jemanden auf Toilette erwische. Hallo? Verdammt, niemand geht hier jemals pinkeln oder duschen. Gottes Willen. So, hier ist Kazumi. Ich glaube, Kazumi hat gar nicht so viel mit uns zu talken, oder? Hey, haben Sie kurz Zeit? Ja? Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Nein. So, das war Kazumi mit dem originalen Laderaum-Flair. Nice Nummer. Wir gucken hier nochmal bei der Damentoilette, ob hier auch alles sauber ist. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und... Ne, die reden nur wieder... No. Nicht schon wieder die Story mit deiner Familie. Stop it now. Lebenserhaltung haben wir, wie es aussieht, auch nicht. Geh dich schämen. Wieso? Nicht, dass sie Angst bekommt, weil sie ständig aus dem Fenster gucken kann und so. Frau Doktor, was geht? Hallo? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gar nicht, wie es aussieht. Ciao. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Wollt nur mal gucken, ob Ihr Stuhl sich noch drehen kann. Sehr gut. Unser Koch dürfte ja auch... Rupert hat die neuen Vorräte optimal verarbeitet. Sehr gut. Wollte ich sagen, zufrieden sein. Hello. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Unbedingt. Seit Sie meine Küche mit anständigen Vorräten versorgt haben. Nochmals vielen Dank. Geil.
Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, zurück zum an die Küche lehnen. Die haben außerhalb der DLCs nicht viel zu erzählen. Ja, dachte ich mir nämlich fast, dass sie sonst nicht so krass integriert wurden. Commander, was Hallo. Kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich stelle nur gerade einen Einsatzbericht fertig. Ich bin beeindruckt, Shepard. Bis jetzt ist alles außergewöhnlich gut verlaufen. Ja. Das ist eine der besten Cerberus-Operationen, an denen ich je beteiligt war. Junge, was? Hat sie den letzten Stream gesehen? Na ja, gut, wir hatten sie halt nicht mit, ne? Ist also, richtig gut gelaufen, ey. Alles, wie es sein soll, kein Problem. Mach mal Fenster auf, bisschen lüften, ja? So sieht's aus. Das ist meine Operation, ja? Das ist irgendwie beides dasselbe, ne? Das liegt vielleicht daran, dass es keine Cerberus-Operation ist. Für sie vielleicht nicht. Aber ich unterstehe direkt dem Unbekannten. Und ich bin nur hier, weil er es so will. Cerberus hat Ihnen eine zweite Chance gegeben, Commander. Sie sollten das mit uns auch mal versuchen. Oha, warum sollte ich? Naja, weil sie uns gerettet haben. Na, das wäre jetzt sehr arschig. Irgendwie, wieso? Ihr habt auch nichts für mich getan. Ihr habt mich nur gerettet, Lul. Sie sind Cerberus gegenüber offensichtlich loyal. Wie kam der Kontakt zustande? Ach, sie haben es sich wohl verdient, das zu erfahren. Wissen Sie noch, wie ich sagte, ich sei genetisch verändert? Nun, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mein Vater hat mich erschaffen. Er ist ein sehr einflussreicher Mann und sehr bestimmend. Er wollte keine Tochter. Er wollte eine Dynastie. Ich bin weggelaufen, sobald ich alt und mutig genug war. Ich ging zu Cerberus, weil ich wusste, dass sie mich beschützen konnten. Oha! Sie könnten sich doch auch selbst verteidigen. Wozu brauchten Sie Cerberus? Mein Vater hat sehr viel in seine Dynastie investiert. Es ging nicht nur darum, dass ich fort war. Mir war klar, dass er weiterhin seine Investition überwachen würde. Ciao. einfach gehen, während sie von ihrem Vater erzählt. Oh Gott, wie mies. Tassi, mach's gut. Mach's gut, mach's gut. Und Pikachu, hi. Ich nehme an, Cerberus ist mit ihren verbesserten Fähigkeiten durchaus einverstanden. Natürlich. Cerberus ist mit allem einverstanden, was der Sache der Menschheit dienlich sein kann. Einschließlich genetischer Veränderungen. Aber anders als mein Vater mit seinen egoistischen Beweggründen, glauben Cerberus und der Unbekannte an ein höheres Ziel. Sie haben einen erweiterten Horizont. Und ich habe das Gefühl, hier einen Zweck zu erfüllen. Ja, das ist doch schön, sie verdienen was Besseres. Wie, voll sexy time mode, oder was? Was mit ihrer Mutter? Sie haben mir viel über ihren Vater erzählt. Was wurde aus ihrer Mutter? Ich hatte nie eine. Der Großteil meines genetischen Materials stammt aus dem Gewebe meines Vaters. Okay. Sein Y-Chromosom wurde durch eine Mischung gewünschter Eigenschaften aus verschiedenen Quellen verändert. Wie arrogant kann man eigentlich sein? Er war manisch-egoistisch. Ein weiterer Grund, warum ich von ihm weg musste. Die Zukunft! Die Zukunft! Sie reden über sich selbst, als wären sie nur ein Werkzeug, das benutzt werden kann. Von ihrem Vater, von Cerberus. Möglich. Ich habe gern einen festen Platz in der Welt. Dadurch kann ich eher einen Sinn in der Art und Weise meiner Entstehung erkennen. Sie sind, wer Sie sind, Miranda. Dafür müssen Sie keine Rechtfertigung finden. Sie haben leicht reden. Wir wurden beide geschaffen, um Größe zu erlangen, Shepard. Der Unterschied ist nur, dass Sie schon Größe hatten, bevor wir Sie zusammengesetzt haben. Und ich habe sie dadurch erlangt. Lel, blöde Frage zu dem Dynastiequark. Wollte er seine eigene Tochter ehelichen oder warum die Extravors aus männlicher DNS eine weibliche zu machen? Das ist eine sehr gute Frage. Schöne Mische. Ja, aber schöne Mische aus sich selber. Also, geile Sache. Ja, guter Ansatz auf jeden Fall, die ganzen Machenschaften des Vaters zu hinterfragen. Vielleicht ist er auch nur ein kranker Perverser und wollte quasi mit sich selber schlafen oder so. Die Zukunft, na, da wären wir wieder. Ihr Wille und Ihre Persönlichkeit machen Ihre Größe aus. Und so ist das auch bei allen anderen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen glaube, aber danke, dass Sie das gesagt haben. Cool. Danke für Ihre Zeit, Miranda. Wir reden später weiter. Jederzeit, Commander. Zwei Pünktchen haben wir bekommen. Juhu, mehr Pünktchen. Checken wir noch Garros, der war ja da hinten in unserem Lieblingswaffenlabor irgendwas teilen. Gute Theorie, damit kann ich leben. Das freut mich. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Nein. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Nein. Garrus, warum? Na ja, gut, okay. Wir reden später, Garrus.
Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, toll, ich brauche dich, Heil. Du redest ja trotzdem nicht mit mir. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Gefechtszentrale. Von hier werden die Geschütze des Schiffs kontrolliert. Die Mitarbeiter im Kampfinformationszentrum schicken ihre Zielangaben hierher. Das KIZ entscheidet, auf wen geschossen wird. Die Gefechtszentrale entscheidet, wie geschossen wird. Ja, Garus, frage ich jetzt noch 30 Mal, damit sie dir schön auf den Sack geht, unsere lustige KI. Ach Mann, er ist trotzdem ein guter, auch wenn er gerade nicht mit uns reden kann. Ich mag ihn trotzdem. So, dann sind wir hier, glaube ich, auch schon wieder durch. Dann können wir nochmal runterjetten und mit unserem höchst gefährlichen Neuzugang... Oh nein, oh, ich wurde wieder getrickt. No, zu euch möchte ich nicht. Zu unseren Neuzugängen. Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren. Hä? Hier ist der Fahrstuhl, Leute. Da bin ich erstmal 5-mal auf die falsche Toilette gegangen. Das ist alles nicht schön. Kann man Garros nicht mal gegen das Knie treten? Hat er ein Knie? Ich denke ja, mindestens eins sogar. Er ist einer von diesen kranken Freaks mit mehreren Knien. Geisteskrank, echt. Wenn ich sowas IRL sehen würde, puh, da würde aber alles explodieren. So, hier war unser Said, wurde er, glaube ich, ausgesprochen. Und hier konnten wir zum Maschinenraum, glaube ich. Und hier konnten wir runter und da sollte Jack sein, glaube ich. Nice. Zorro bist du's. Ich habe mich noch nicht komplett verlaufen, okay? Ich verliere nur hin und wieder die Kontrolle und auch Orientierung. Hello. Warte, ich speichere vorher nochmal. Wer weiß, was jetzt gleich passiert. Hey. Hey, was geht? Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich habe sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Ist normalerweise nicht mein Ding, aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Ja, das ist doch schön. Prototypen vermutlich, oder? Da haben wir schon 6 Stück jetzt mittlerweile. Jack erhält plus 20 biotischen Schaden. Stabil. Multikernimplantate. Alles klar. Sagen Sie Bescheid, wenn ich die Implantate anfertigen soll. Lul-Implantate. Was halten Sie von Miranda und Jacob? Jacob weiß nicht, wer er ist, aber das ist nicht mein Problem. Miranda ist ein Cerberus-Miststück. Das wusste ich schon, bevor sie den Mund aufgemacht hat. Was halten Sie von unserer Mission? Sie ist mir egal. Ich will sie nur überleben und mich dann absetzen. Cool. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Ah ja, richtig. Das war ja der Deal, ne? Das war der Deal, dass sie mitkommt und wir geben ihr dann Zugriff auf dieses Archivgelöt. Was steht denn drin? Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Oha. Und wenn die Antworten nicht so ausfallen wie erwartet? Ich suche nicht nach Antworten. Ich suche nach Namen, Daten, Orten. Okay. Was geschieht, wenn sie finden, wonach sie suchen? Ich gehe auf die Jagd. Alle, die das mit mir gemacht haben, werden bezahlen. Ihre Partner werden bezahlen. Ihre Freunde werden bezahlen. Wenn ich fertig bin, ist in der Galaxie wieder viel mehr Platz. Okay. Ja gut, wir wissen ja gar nicht, worum es dann im Detail geht. Also können wir auch nicht sofort droppen. Wir werden das nicht zulassen. Vielleicht sind das alles ganz, ganz böse Mörder. Und Leute, die Welpen boxen oder so, da müssen die natürlich weg. Chimo, hi. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Oha. Wollen Sie ein besseres Quartier? What? Was ist das für eine Anfrage auf diese Aussage? Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Okay. Ja, willst du ein anderes Zimmer, Alter? Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Hm? Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Okay. Wären Sie dann meine Bootsfrau? Ich würde das Enterkommando anführen und wäre für die Hinrichtung zuständig. Junge, das spontane Double Time. Töten macht Ihnen Spaß, no shit. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach.
Mathematik, Leute. Mathematik? Ich muss jetzt gehen. Ja. Okay. Okay. Da muss ich auch ganz, ganz dringend los nach diesem Gespräch. Holy fuck, wir können jetzt, wenn wir schon mal unten sind, auch bei unseren beiden Ölgötzen hier nochmal vorbeischauen. Die sie ja immer freuen, wenn wir mal gucken kommen. So, Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Guter Mann, guter Mann. Erinnert mich ein bisschen an Gnolde, aber da er nicht spazieren geht, halt echt nur ein bisschen, muss ich sagen. Würfelparade, Hallöchen, alle wollen den Shepard, die Junge. Was können wir für Sie tun, Commander? Ja, was geht? Ich glaube, die hatten wir schon mal befragt, so gut wie allem, oder? Dann haben sie nichts Neues, außer diesen sehr nicen Talk. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ja, Mann, nicht so viel an Tätowierung denken, ne? Da, schön die Hände immer überhalb der Konsole halten. Gut, dann glaube ich, haben wir ja auch alle. Dann könnten wir jetzt höchstens nochmal gucken wegen dem EDV-Gelöt, beziehungsweise mussten wir ja zum Unbekannten, ne? Wo ich allerdings mir gerade nicht mehr sicher bin, wie wir da überhaupt hingekommen sind, um ehrlich zu sein. Hallo? Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Das Loft. Geil. Grunt, stimmt. Nein, am Anfang habe ich ihn erwähnt und jetzt habe ich ihn vergessen, oh Mann. Weil ich Fische füttern wollte, Leute. Weil ich einfach die Fische erstmal versorgen wollte. Fuck, der war doch auch ganz unten, oder? Den hatten wir doch da stehen lassen, sicherlich, wo wir ihn aufgetaut haben. Das war doch irgendwo im Lagerraum, oder? Treppenhaus, Maschinenraum, Frachtraum. War das hier? Nee, das war das Falsche. Dann da drüben, maybe? Oh Gott, ich muss laufen. Müssen wir uns beeilen. Grunt wartet auf uns. Backbord-Frachtraum, dann war's hier. Oder? Ja, guck mal, so ein bisschen kenne ich mich aus mittlerweile. So ein bisschen kenne ich's. Shepard. Hallo. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grunt würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Cool. Tolle Story auf jeden Fall. Zum Glück wandern die nicht rum, das wäre mein absoluter Untergang. Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Solarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinsehen. Ach, vergessen Sie es. The fuck? Okay. Cool. Irgendetwas muss Sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als Sie. Ich sehe Leid. Die Toten und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okir mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Aber ich brauche einen Krieger. Ja, nee, er ist trotzdem einfach ein Strong Boy, oder? Sie haben also klein angefangen, aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde.
Darin liegt keine Stärke. Uff. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Ich glaube, wir sollten ihn nicht in die Nähe von Morden lassen. Ich glaube, das wäre ungesund für alle. Oh mein Gott. Okay, und dann müssen wir noch in den Versammlungsraum, der, glaube ich, oben mit war, ne? Richtung hier Informationszentrums gelöht. Mal gucken. Jetzt ist er ein Fool-Krog, genau. Wegen dem will er immer nicht droppen. Ich krieg so einen Hals. Im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Ach ja, deswegen auch der Besprechungsraum, genau. Den muss ich dann nur erstmal wiederfinden. Mal gucken, mal gucken. Shepard ist ungesund blass. Hallo, der ist brauner als ich. Was ist da los mit euch? Warner, Gnolde, Hallöchen. Hi, hi. So, dann mussten wir nämlich hier und hier war der Besprechungsraum. Wir speichern nochmal gerade, weil ich glaube, der Unbekannte auch immer die ein oder andere Option hat, uns zu töten, Lul. Hello. Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Morden die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Kaidan Alenko, ist auf Horizon stationiert. Yay, yeah, den kenne ich. Kann kein Zufall sein. Allianz benachrichten, ja, was macht er da? Mein letzter Stand ist, dass Kaidan bei der Allianz war. Was macht er in den Terminus-Systemen? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Ah ja. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Commander Alenko schicken, muss es was Großes sein. Ich schlage vor, sie klären das mit ihm. Üff. Die Kollektoren suchen sich zufällig eine Kolonie aus, in der eines meiner früheren Crewmitglieder ist? Das glaube ich nicht. Es wäre keine Überraschung, wenn die Kollektoren an ihnen interessiert wären. Schon gar nicht, wenn sie für die Reaper arbeiten. Vielleicht sind sie hinter ihm her, um an sie ranzukommen. Oha. Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Okay, klingt total unproblematisch. Wusstest du schon, dass der Unbekannte Raucher ist? Nee, das hat mich auch jedes Mal aufs Neue schockiert. Ich vergesse das quasi immer wieder. Und dann denke ich mir, krass, Mann. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Ja, das deutet auch gar nicht auf eine Falle hin oder so. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Nice. Der Unbekannte. Junge! The fuck? Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Mr. Happy Face. Ja. Oha. Die Rüstung des Schweigens, Leute. Die Wangenknochen-Cutscene. Man kennt es. Okay, geht's jetzt schon komplett los, oder was? Was ist dieser Loading-Screen? Bin verwirrt. Bin aufgeregt. Hübsch. Zu hübsch. Lilith, wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das tut nicht in den leid, Griff Commander. Kriegen. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Das sind Blätter. Oh. Bringen Sie alle in den Schutzraum! Ich gebe Ihnen Deckung. Los!
Deckung gegen den Käferschwarm, Ehrenmann. Das bin ich im Sommer beim Grillen gegen Mücken. Schön mit dem MG, Junge. No! Hosen an. Schon Vorbild irgendwie. Die sind schon cool, aber auch echt ekelhaft. Übernehme Kontrolle. Sind die Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Oh, toll. Aufstieg. Geiles Gefühl, wenn Käferwesen das sagen. Ob die dann so richtig schön verpuppen und dann werden das so Schmetterlingsmenschen? Bestimmt, oder? Endlich sehe ich meine Schmetterlinge. Moin, great, hi, schön Abi-Zeugnis geholt, bin jetzt offiziell arbeitslos, nice, fühle mich wie Gnolde, einfach reingekommen, kurz mal die Ehre genommen, man kennt ihn. Ja, nice, GZ zum Zeugnis in deinen Händen, geiles Gefühl, oder? Total wild. Okay, wir nehmen erstmal wieder Garros und auch Morden mit, einfach weil die mir echt gut gefallen haben, sowohl von dem, was sie sagen, als auch von dem, was sie machen. Finde ich ganz nice, will aber am liebsten einfach alle mitnehmen, ne? Will da eigentlich viel mehr rumexperimentieren. Aber weiß auch das zu schätzen, was ich habe, Leute, wisst ihr? Träne wegwisch, Mann. Okay, was können wir verbessern? Brandmunition gegen organische Ziele. Ich behaupte, dass Brandmunition jetzt gegen diese Käferheinis ohne Rüstung eigentlich ganz geil sein könnte, oder? Weil Disruptor war ja gegen Schilde, oder? Dass sie Schilde durchdringt und synthetische Feinde, genau. Aber das sind doch organische Heinis. Das läuft doch bestimmt. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal so ein bisschen die Brandmunition mit. Ja, wobei das natürlich auch lecker ist, ne? Kampfwahrnehmung. Macht's doch mal ein bisschen besser. Ah, schwierig eigentlich. Schwierig, aber Adrenalinstoß haben wir so auch oft genug, möchte ich meinen. Deswegen nehmen wir erstmal ein bisschen Brandmunition noch mit. Pass auf, nehmen wir hier Rang erwerben. So, einwandfrei. Wie sieht das bei euch aus? 2 Punkte? Nö. Hier wollten wir immer noch auf die 4 sparen und Garros dann sicherlich bei 0 angekommen. Okay, aber das haben wir ja auch durchgeskillt hier. Gut, kann man, glaube ich, mit leben. Bin ich voll happy. So nice. Okay. Waffentechnisch hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Beziehungsweise haben wir Garros letztes Mal, glaube ich, auch das Neue gegeben. Genau. Morden hatte ja nur seine Knarre. Und ansonsten machte er auch seine lustigen Übermoves. Okay. Dann sind wir ready. Nehmen Brand, um Kryo zu bekommen. Kleiner Stun ist immer gut. Stun ist natürlich wirklich richtig geil. Vor allem, wenn ich mal mit dem Sniper gut treffe. Und dann können die Boys schön hinterher setzen, wenn die dann gestunt sind oder so. Klingt gut. Hey, so Rich, Miss Figot, hi. Wir legen los. Kommt pünktlich zur Eroberung. Ob wir Caden jetzt bekämpfen müssen? Wer jetzt Käfer-Caden ist? KK? Krankenkassen-Käfer-Caden? KKK? Keine Ahnung. Geil. Fehlt nur noch sauren Auge obendrauf. Okay. Ich habe nur noch einen Schuss. Was ist denn das hier für eine Ausstattung, wenn ich gelandet bin, Leute? Da muss ich aber mal richtig meckern, hör mal. Das geht so ja gar nicht. Dann werfen wir gleich mal unsere Brandmunition mit ein hier. Schön rot am Burnen. Leute, finde ich gut. Mal Pfannkuchen nebenbei für die Meute machen. Geile Nummer. Pfannkuchen sind immer was Feines.
Ist mir auch ganz egal, wer jetzt wieder irgendwas anderes unter Pfannkuchen versteht. Egal, was ihr im Kopf habt, es ist geil. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Cool. Theoretisch. Klingt ja vielversprechend. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Muss selbst testen. Wird bestimmt aufregend. Ja, wird aufregend. Okay, legen wir mal los, würde ich sagen. Kollektorenwächter. Ey, die sehen cool aus. Die erinnern mich ein bisschen an die gute alte Bionicle-Zeit. Haben wir erstmal ein paar Explosionen mit rein. Garus, ich würde auch ganz gerne in Deckung gehen. Ich habe nämlich Angst vor den bösen Käfermännern. Da sind sie. Zack. Ich traue mich nicht so weit vor. Da erschrecke ich mich bestimmt. Da steht auch einer hinter. Da unten ist er, der Verbrecher. Kollektor-Drohne, ne? Wie bei der Klaxi hier, hör mal. Komm ich da rum? So. Oh, der frisst aber. Der hält aber gut aus, hör mal. Gut halten sie aus, die Jungs. So, was mit dir da? Bleib mal stehen, genau. Oder leg dich gleich hin. Auch okay. Oh, noch einer. Ah, ich war nicht ready. Morden hat den voll im Griff da. Seht ihr das? Nice, Leute. Hey, unsere Jungs. Hey, die zimmern gut rein. Die zimmern schön rein. Mehr Explosionen. Ich brauche mehr Explosionen. Na, hier können wir bestimmt auch ganz gut unseren geilen schwarzen Lochwerfer wieder benutzen. Das ist ja schon so ähnlich wie die Yu-Gi-Oh!-Karte, wobei man jetzt sagen muss, okay, ein schwarzes Loch lässt jetzt interpretativ auch nicht so viel Freiraum über, aber wie auch bei der Karte vernichtet es einfach alles. Energiezellen. Nehmen wir mit. Da, seht ihr, Munition für die schweren Waffen. So wollen wir es nämlich haben. Geile, geile Nummer. Pfannkuchen mit Holunder-Marmelade ist schon geil, ne? Schön selber pimpen. Mmm, das smet mir, würden die Werbekinder jetzt wieder sagen. Man kennt sie. Diese miesen Kinder in der Werbung. Kommandant, wir empfangen alle möglichen Störungen. Wir können das Ding auf Empfang bleiben. Das Schiff der Kollektoren stört die Kommunikation. Oh shit. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Cool, ist ja mal was Neues. Okay, wie machen wir das? Pass auf, ihr geht da mit runter. Natürlich. So, ja, keine Ahnung, damit Verstanden. Hin, dann kann ich hier links hinter diesen nice Blumenkübel, weil da ist doch gerade wer gelaufen. Ah ja, da kommen sie doch auch schon wieder, die Schweine. Okay, dann hauen wir erstmal einen perfekten Schuss rein, würde ich sagen. Zack, oh, das war's zu ihnen. Tschüss, Herr Husk, schön, dass Sie da waren. Was ist das denn? Oh, die kennen wir, die Jungs. I, wo rennt er hin? Jo, ciao. Die kennen wir doch sehr gut. Oh, da geht doch gleich in Deckung wieder, die Mistratte. Pfui, pfui, pfui. Zack. Weg mit dir. Und du bist der Nächste, jawohl. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich aber so eine Vorahnung, wen sie hier wann und wie wo verwandeln wollen. Hier wird gleich aus dem Topf gegessen, Leute. Man spart, wo man kann. Dann hat man längst nicht so viel abzuwaschen. Christa, hallöchen. Gleich nochmal den perfekten Schuss reinbrezeln hier. Das würde ich auch schön weghellern können, die Kollegen. Käfer-Sterbesounds, ey. Immer wieder ein wahrer Genuss. Wo sind denn die Boys eigentlich? Ihr steht da hinten. Ich habe euch doch extra hier vorgeschickt, Mann. So traurig. Okay, aber ich glaube, alles ist cool. Kann das sein? Kann das sein? Ich höre noch einen. Da vorne ist doch noch einer, oder? Oh, hallo. Na? Der Arme. Ist er tot? Oh. Nee, was? Ey, der brennt. Ich habe ihn aber getroffen. Wie viel hält er denn aus? Hallo? Guten Tag. Oh, da haben jetzt alle drauf geschossen. Ja, gut. Freunde, ich habe ein bisschen viel Sniper-Munition gerade verbraucht. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Aiden Prime eingesetzt haben. Richtig. Meines Wissens nach hatten die Geth diese Technologie von der Sovereign. Der Unbekannte hatte recht. Kollektoren arbeiten mit Reapern zusammen. Oh, toll. Das ist ja super. Nicht den Lulu ins schwarze Loch stecken. Nee, das wäre nicht so gut. Das wäre, glaube ich, wirklich überhaupt nicht gut. Datenpad, nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Ja, das ist aber auch so ein Moment, wo ich mich demnächst mal voll erschrecken kann. Ne? Wenn ich so hochgucke, dann steht da Garus auf einmal. Mitten im Raum. Oh, oh, das ist gefährlich, mein Lieber. Sehr gefährlich. Bettchen. Schön der Affärencontainer hier. Nice. Laufen wir nochmal rum wegen Muni. Munition. Wenn bei WoW der Loot nicht in den Mobs liegen würde, würde Kraft dort auch nackt rumlaufen, weil er alles übersieht. Das ist absolut wahr. Das ist völlig, völlig korrekt in jederlei Hinsicht. Oh, den können wir direkt untersuchen. Das sieht interessant aus. Schweres Hautgewebe. Oh, wir können selber zum Kollektor werden. Wir haben ja auch in der, Achtung,
Collectors Edition, Lul, hatten wir ja bei einem der DLCs, hatten wir ja auch so ein, wie heißt es denn, so eine Rüstung von denen dabei, ne? Das Bett nachts, wenn deine Mutter zu Besuch ist, Gnolde, ja, dafür kann man sich auch echt mal entschuldigen, für so eine Ansage. Du Otto. Kann man Geschenke zurückverlangen? Oh nee, was ruckelt sonst so? Das Bett, wenn deine Mutter zu Besuch ist. Ja, das ist diese Nächstenliebe, Leute, die wir brauchen, die wir pflegen und die wir mit Geschenken aufrechterhalten. Hier ist doch gleich noch ein Husk. Husks haben menschliche Merkmale. Vielleicht umgestaltete Kolonisten? Nein, die Geth haben ihre Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um Husks aus ihnen zu machen. Aber wir haben keinerlei Pfähle gesehen. Die Kollektoren müssen die Husks schon gehabt haben. Die lebenden Kolonisten brauchen sie für was anderes. Oder, also will natürlich Garrus nicht in Frage stellen, aber vielleicht haben die ihre Technik nicht in diesen Pfählen, sondern in den fucking Käfern. Räudig. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Sie sterben noch immer, wenn man sie erschießt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Statement. Die Kollektoren führen bestimmt irgendwelche Experimente an den Kolonisten durch. Was sie wohl vorhaben? Vielleicht ist es besser, die Einzelheiten gar nicht zu kennen. Finden es mit Sicherheit heraus, wenn sie gestoppt sind. Mein Vater heißt Otto, ich heiße auch Otto. Du Otto, Lul, und da wären wir wieder. Ach Mann. Ihr seid doof. So, und ich auch. Geil, oder? Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Gehen wir. Nice. Vorbild, Freunde, dafür, dass wir sagen, wir gehen nach vorne. Ist einfach vorbildlich von uns. Die ganzen leeren Gebäude. Irgendwie beunruhigend. Ach. Anzeichen von Widerstand. Muss ziemlich schnell passiert sein. Das hier. Ärger voraus. Lag eben auch schon rum. Oh nee, da schlüpfen die raus. Das lag eben auch... Oh, da sieht man's. Da sind die drin. Guck mal, das wackelt hier. Kann ich die da rausholen irgendwie? Aber das will ich nie mit dem Sniper probieren. Das ist ja richtig ranzig. Nee. Das zersplattert nur ein bisschen. Kleinfinger, mach's gut. Hui. Was da wackelt ist. Oh, wie viele! Oh mein Gott, das ist nur Pudding, meint ihr? Oh mein Gott, es sind wirklich so Kokons. Safcon, Safcon, Leute. Pokémon DLC am Arsch. Das hier ist das Pokémon DLC. Tschüss. Oh, er hat überlebt. Diese Drohne. Können wir hinter den Teilen in Deckung gehen? Können wir. Das ist ja nobel, hör mal. Das ist sehr, sehr nett von denen. Zack. Unten bleiben. Oh, die haben Schilde. Ey, ne. Die Schilde, die habe ich ja sowas von überhaupt gar nicht vermisst, muss ich zugeben. Okay, aber die laufen auch aus mit der Zeit. Das ist tröstlich. Nur ist Muni schon wieder leer. Das wiederum ist nicht so tröstlich. Aber wir können sie mit ihren eigenen stinkenden Waffen schlagen. Schild geht auch kaputt. Das müsste sie wirklich ausbremsen. Weg mit denen jetzt da, Mann. Nochmal hier an Munition rein. Zack. Sehr schön. Oh, die halten also, die Wächter, die halten schon gut aus, muss ich sagen. Wobei ich vielleicht auch einfach nur nicht getroffen habe. Oder auch keine Sniper mehr besaß. Aber so ist das Leben. Das Leben ist kein Sniperhof, sagt man ja immer so schön. Da hat man hier und da zwar mal eine Sniper-Eule, aber das war's dann auch. Warum muss es alles so räudig sein? Wirklich, wisst ihr, ich freue mich auf meine Schmetterlinge. Und was passiert? Die machen eklige, eklige Sachen und Experimente. Feier ich nicht. Wo war hier gerade irgendwas mit dem Safe? Ach hier. Hallo, umgehen. Ah ja, schön. Eine meiner leichtesten Übungen. Vogelfüßchen, seltsame Teile. So, die hatten wir, glaube ich, hier gerade irgendwo. Genau, das war hier oben. Da C ist hier und dann ist hier der gezeigte Fuß. Jawollo. Einmal den Loot, bitte. Sehr schön, 4000 Credits nimmst du mit. Ich höre doch immer noch so ein Heini. Wo ist er? Wo ist er? Weh, du rennst schreiend auf mich zu. Da ist Garrus. Garrus rückt ganz langsam vor. Ich loote derweil schon mal die Saves der Einwohner. Weil brauchen sie nicht mehr. Sie ausbremsen. Ja, Garrus, da steht da aber eh so eine Explosivflasche rum, oder nicht? Ja. Ja, sag ich doch. Ja, sagt er. Geil, und was ist das da oben? Oh, das ist noch so ein Gelähmter, den sie vermutlich nur noch nicht in so einen Kokon gepackt haben. Aber was für ein unglaublich ekelhaftes und klassisches Alien-Schicksal, oder? Wirst du einfach umgemorft, so einer von uns,
Räudig. Zimtschnecke, 14 Monate. Bester Streamer, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Medizinkit nehmen wir gleich mal noch mit, ja. So ein bisschen Medic. Ey, die liegen überall. Die haben nicht mal eine große Brutkammer oder so. Die hauen die einfach überall hin. Was ist das denn? Ist ja noch ekelhafter als ohnehin schon. Kann ich hier einfach rüber? Ne, lieber nicht, oder? Geht's runter. Das ist ein guter halber Meter. Da sterbe ich an Fallschaden. Sowas wollen wir nicht. Ich würde mal eure Genialität brauchen, um für meine zwei liebsten Hunter-Pets einen Namen zu finden. Da brauchen wir natürlich mehr Details. Um welche Pets oder um welche Tierart es sich da handelt. Und der Gnolle sowieso gerade auf Hochtouren läuft. Was man gut, was man schlecht finden kann. Aber da er einfach läuft, möchte ich fast meinen, dass wir wache Geister heute hier versammelt haben in dieser Hinsicht. Ich hatte gestern bei Scribble das Wort Eule und habe einfach Sniper geschrieben und der Einzige, der nicht drauf kam, war Sniper. Ja, ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes erwartet. Also, ah, belastend. Ich speichere nochmal und hoffe, dass hier nicht noch irgendwas kommt. Ich habe jetzt dolle Schiss, dass sie mich gleich anspringen alle. Aber noch sind die erstmal in Stase und vielleicht haben wir die ja auch gerade unterbrochen bei ihrem Gemache und Gewese und was nicht alles. Hallo. Das Opfer ist offenbar bei Bewusstsein, kriegt alles mit, in der Stase gefangen. Faszinierend. Boah. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Boah, wie schlimm. Es ist wirklich wie so ein Wachkoma halt, ne? Wie so eine Schlafparalyse oder wie es nicht heißt. Oh shit, hier können wir auch was untersuchen. Partikelstrahler. Oha, erhalten. Folgende Gruppenmitglieder können die jetzt benutzen. Shepard, ja geil. Das Shepard doch wieder, Leute, da sehe ich mich. Erstmal gucken, wo wir noch hier untersuchen können. 300 Munition für schwere Waffen. Achso, weil das jetzt für den Strahler ist, nehme ich an, ne? Und der hier wurde versucht, sich zu verstecken. Der strahlt dann sicherlich über einen längeren Zeitraum. Da geht's weiter. Ich will erstmal hier noch schauen. Und darum kann er auch ein bisschen mehr Munition dann erstmal haben. Aber auch mehr verbrauchen. Versteht doch Mathematik, Leute. Mathematik. Wir gehen erstmal hier hoch. Voll toll. Kann ich die irgendwie... Achso, den habe ich jetzt... Ach, den habe ich jetzt ausgerüstet automatisch, oder was? Ach so. Ja, dann hoffen wir mal, dass der auch ganz geil ist, weil irgendwie ist ja dafür jetzt mein schwarzes Loch-Generator-Teil weg, oder? Wage ich zu behaupten. Okay, dann hoffe ich mal, dass der gut Shepard gleich. Bei Shepard. Beste Waffe? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich rieche Schnitze, das ist auch schön. Einmal Wolf, Fenrir und Geisterkatze. Ja, liebe Leute, dann möchte ich an dieser Stelle eure Synapsen anzapfen. Und fordere die nicesten Namensvorschläge für ein Pet Wolf und für eine Geisterkatze. Was geht, was geht? Wo sind unsere herrlichen Vorreiter der Namensgebung? Hier können wir erstmal hacken. Ich bin ja nur Informatiker. Ich bin ja nur hier, um zu hacken. Also ich muss sagen, Mass Effect ist halt so gar nicht meins. Ich schaue den Stream, weil deine Stimme angenehm ist. Nice. Finde ich gut. Ich hoffe, dass die Macher von Mass Effect diese Kritik niemals hören. Dann weinen die bestimmt. Aber ja, freut mich natürlich trotzdem, dass du dann so halb mit reinhörst. Ne? So, was haben wir denn? Blau, ganz viel Blau unten. Ich meine, den eben schon oben erspäht zu haben. Das hier ist er doch nicht, oder? Doch, ist er schon. Okay. Dann haben wir Blau, ummantelt, Haufen Orange. Das ist hier und ein bisschen Grün in der Mitte. Der war auch da oben schon wieder. Was spielen die hier für kranke, perverse Spiele mit mir? Wo die schon oben lang raus sind, ohne dass ich sie erwischen kann. Es ist ganz traurig. Aber wir haben ein paar Credits. Und wir sind einfach nur... Ready, Leute. Der Wolf sollte Gen heißen. Der miese Hund. Lul, eindeutig Hund, die Katze und Katze der Hund. Das ist genau das geistige, ich sag mal, Wachstum, ja, was ich erzeugen wollte mit dieser Frage. Dass wir an den eigenen Namensgebungen wachsen und uns weiterentwickeln. Oha. Mit diesen Vorschlägen. Übernehme die direkte Kontrolle. Oh! Er hackt sich rein, oder was? Oha. Ich will hier in Deckung gehen, erstmal hinter der Kapsel. Und dann wollte ich ja meinen neuen Strahler eigentlich mal benutzen.
Erstmal zimmern wir die so weg. Oh! Was war das denn? Ist das durch meine Deckung durchgegangen? Oh shit, oh shit, oh shit. Vorbote, Barriere. Wartet mal, ich will mal meinen Strahler benutzen. Auch mal, um zu gucken, wie weit die Range ist und so. Hier bei diesem netten Herrn. Oh, der ballert aber dolle rein. Hier, viel Spaß, sagt Morden. Geil. Den haben sie kaputt. Wo ist der andere hin? Da vorne stehen noch welche. Junge! Was geht denn mit dem Schaden? Alter, also ich liebe ja mein schwarzes Loch, Mel. Aber wie krass ist bitte der Strahler hier? Oh, fuck. Das ist ja komplett balanced. Ich bin der Kataklysmus, Leute. Holy fuck. Ja, gerne wieder. Top Ebayer gerne wieder, kann ich da nur sagen. Cool, er sollte hier bestimmt gerade reinverfrachtet werden. Und das sind auch nicht nur irgendwelche Kokons, da sind auch Leuchtruhen und so drin. Heftig. Heftig, heftig. Und irgendwie haben auch diese organischen Käfer-Willis ja noch irgendwelche mechanischen Strukturen, weswegen jetzt der Commander da auch zugreifen konnte. Krass, wir greifen auch zu. Gönnen uns ein paar Credits. Der Fight war jetzt nicht so das Problem. Ich muss mal gerade gucken. Wir sollen gerade ausweiten. Dann können wir hier, denke ich, auch nochmal hochgehen. Wir wollen ja nicht nur leveln, wir wollen ja auch ein bisschen looten. Und ich feiere meine neue Waffe gerade sehr. Das war nur fürs Positioning. Toll. Ich denke, ich finde hier das geheime Haus, wisst ihr, vom Nikolaus oder so. Und dann wirklich gar nichts. Raw Sign, Hallöchen. Hi, hi. Morgen endlich letztes Vorspiel fürs Abi. Ich drück dir die Daumen, dass alles läuft. Aber wenn Kratos geschafft hat, ne, dann war das doch kein Problem. Denkt dran auch, heute Abend oder besser gesagt morgen früh, wer wach ist, wer Nachteule ist, wer frei hat, wie auch immer, ist, glaube ich, das EA-Gelöt, ne? Von wegen EA-Konferenz bei uns dann um 1 Uhr morgens, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wer da am Start ist, der kann sich gönnen. Hier können wir auch umgehen. Ich weiß noch nicht, ob wir hier nicht vielleicht auch generell rein müssen. Wir gucken erstmal. Umgehen. Starte, umgehen. Zurück? Okay, dann machen wir das mal lieber doch noch nicht. Dann gucken wir lieber hier nochmal weiter. Nicht, dass wir hier zu früh Exekutors. Mich irritiert, dass die Musik noch läuft. Die verwirrt mich sehr. Sehr, sehr, sehr. Oh, was haben wir hier denn? Energiezellen. Ja, aber hallo. Schön, die schwere Waffenmuni. Geil. Gut für Crate, der steht ja drauf. Generell auf alles. Auf Abi schreiben, auf Abi angucken, ja. Auf Hafti-Abi und so weiter. Also, das geht in der Tat alles. Hier noch was? Ne, hier kamen wir auch her, da war der Entdeckung. Okay, dann behaupte ich, wir haben schön was gelootet, schön was gefunden und ich muss hier gar keinen Container benutzen oder so, ne? Das ist einfach alles, puff, einfach verpufft, Junge. Mega nice. Okay, dann mal gucken, ob wir das Umgehen auch hinbekommen. Was haben wir denn? Ein Haufen Zeug haben wir auf jeden Fall. Hier ist das Vogelfüßchen wieder. Das war da oben, der C ist hier. Füßchen gezeigt und die Teile. Nice. Das ist übrigens genau so, wie ich so ein Mini-Event haben möchte. Ja, das macht ein bisschen Spaß. Es fuckt nicht zu doll ab. Es geht recht schnell. Schön. Gesellschaft. Kommen Sie da raus. Sofort. Hm? Sie sind ein Mensch! Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Ja, wir haben halt alle umgehauen, ne? Sei mal dankbar, Bruder. Die EA-Pressekonferenz ist die Nacht um 1 Uhr. Ich bete für Mass Effect Remaster und Dragon Age 4. Oh ja, ich beteilige mich. Beruhigen Sie sich! Ich habe einen Weg freigeräumt. Sie können von Glück reden, dass Sie jetzt nicht im Frachtraum eines Kollektorenschiffes hocken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen... Die gibt's wirklich? Ich dachte, die wäre nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Üff, also immer wenn Leute auftauchen, die irgendwie Lilith heißen, dann ist sowieso immer die Kacke am Dampfen, egal wo man hinschaut. Ah, erzählen Sie von dem Angriff. Wer sind Sie? Ja, ich würde gern beides beantwortet kriegen irgendwie. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker.
Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Commander Alenko hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Oh, das ist nicht so schön. No. Oh Gott. Erzählen Sie mir mehr über den Vertreter der Allianz. Commander Alenko? Der soll ja angeblich eine Art Held oder sowas gewesen sein. Hat mich aber nicht beeindruckt. Er wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Lul. Irgendeine Idee, was er auf Horizon gemacht hat? Er sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass er wegen was anderem hier war. Vielleicht hat er uns ausspioniert. Oh oh. Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Wow. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Wow. Ja, läuft, ne? Wir haben die geilsten Geschütze, Leute, die riesigsten Kanonen, die besten Panzer. Funktioniert nur alles nicht, aber kann man ja erstmal hinstellen. Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Sehen Sie nicht auf die, ist nicht Ihre Schuld. Ja, wir wollen jetzt aber erstmal keine Politikdebatte, wir wollen erstmal die Türme hier in Gang kriegen. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Dürfte nicht schwer herauszufinden sein. Brauche nur den Einsatzort. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Warten Sie hier. Wir brauchen Ihre Hilfe. Boah, er wird halt vermutlich draufgehen, ne? Aber so einen Mechaniker mitzunehmen ist eigentlich schon ganz geil. Und wir haben ja einen Doktor im Team. Also bei uns ist er ja... bestens aufgehoben, ne? Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Jedes Mal, wenn das Wort Allianz fällt, einen kurzen oder eine Subbomb. Wird, glaube ich, so oder so dann sehr teuer werden auf Dauer. Oh Gott. Ja, gerade in diesen Talks. Gerade wenn es politisch wird hier. In dieser Hinsicht. Oh Mann. Ja, wir wollen ihn mitnehmen hier. Wir provozieren. Sie lassen einfach zu, dass die Kollektoren ihre Freunde verschleppen? Ich bin Mechaniker. Was hätte ich denn tun sollen? Mit dem Schraubenschlüssel auf sie losgehen? So. Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Och Mann. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Na gut. Hätte ja klappen können. Ich hab's versucht, Leute. Er will nicht. Er will nicht. Sind Geschütze von der Bundeswehr. Ja, manche Sachen bleiben auch in der Zukunft gleich, ne? Das ist wohl so. Okay, hier könnte ich jetzt nochmal meine Waffe tauschen. Weil ganz ehrlich, ich liebe, wie gesagt, diesen schwarzen Lochgenerator. Aber dafür klaue ich jetzt deinen Safe, Alter. Der neue Laser ist halt auch wirklich sehr, sehr fresh, muss ich zugeben. Okay, das war die Geschichte. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin Mechaniker, ich habe keine Freunde, ja. Oh Mann, Karohemd und Samenstau. Ich studiere Maschinenbau. La la la, la 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 la, la. Hallo? Oh Gott, da stehen sie doch schon wieder. Oh no, Laser Time. Ey, das ist wie so eine... Oh, was ist denn das da oben? Ableger. Das ist aber gar nicht cool, hör mal. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Der bringt mich voll durcheinander mit seiner Panzerung da. Wie so eine Elektrofliegenfalle. Für Mücken und so. Einigkeit zur Heilung der Gruppe. Garrus! Garrus macht schon wieder Unfug, ich merk das. Was ist da los, Mordin?
Hast du den im Griff da jetzt mal, den Kollegen? Vorbote. Gegen Panzerung ist es nicht so geil, Schild, ne? Ist unten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Und der haut unser Schild weg. Dann wechseln wir bei dem mal auf den Sniper. Und hoffen erstmal das Beste, würde ich sagen. Der ist ja ein ganz unangenehmer Bursch. Ih, der ist ja so verschmolzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne Schild macht der aber gar keinen Spaß. Morden, du stehst da sehr kacke, darf ich das mal anmerken? Aber wenn du deinen Spaß hast, mein Guter... Das kommt jetzt gerade recht. Ja, mach den mal kaputter schön mit der Panzerung. Schild's wieder aufgeladen. Zack. Laden wir nochmal nach. Ziehen wir noch einen perfekten Schuss mit rein. Auf Wiedersehen. Was war denn das für eine Abnormität? Das war ja komplett widerlich. Oh mein Gott. Und er hat auch viel zu viel ausgehalten. Da muss ich mal dringend mein Waffen-Munitionsmanagement dann überdenken, ne? Und dann muss ich immer was haben gegen Schilde und dann gegen Panzerung und dann wieder Wechsel gegen synthetisch und... Och, Leute. Der Stress. Ich hätte vielleicht auch einfach so eine zerbrechliche Kiste zerschießen und dann wieder irgendwelche Sprengstoffe finden können, aber... Wir wollen es ja auch nicht zu einfach machen, oder? Lull. Gut, wir haben Häuser. Häuser zum Looten. Der ist Flickwerk, war das Flickwerk spielen möchte. Mega nice. Was ist das dann im Englischen? Patchwork wants to play oder so. Voll toll. Mehr Kokons. Kokong, Kokong. Es will durch den Beton. Der Anführer der Reaper ist Mark Forster, oder? Jetzt habe ich es mir selber gespoilert, Leute. Scheiße, Mann. Ich darf auch über nichts mehr nachdenken. Ich darf nichts mehr singen. Ich bin echt nur noch hier zum Shooten. Shooten und über Allianzpolitik diskutieren. Das ist das, was mich am Leben hält. Total geil. Was den Held am Leben hält. Das war Koffer, Klaus, Junge. Gefährlich, überall sind miese Verbrecher. Ich werde wahnsinnig. Ich hoffe, das war Garros gerade da drüben. Ja, scheint so. Boys, ihr lauft wieder sonst so lang, ne? Ich versuche hier irgendwie nochmal wegen Looten und Leveln zu gucken. Und ihr seid schon wieder sonst so unterwegs. Aber ihr Außen scheint ja jetzt auch nichts gewesen zu sein. Die Viecher waren immer ein Hassgegner im Spiel. Ja, also ich wage mal zu behaupten, dass sie auch auf einem guten Weg sind, mein Hassgegner zu werden. Vor allem impliziert deine Aussage ja, dass das nicht der letzte war, was ich mir schon gedacht habe. Und dazu kommt, dass wir vielleicht auch mal mehr als einen davon haben, wo dann natürlich so ein richtig, richtig fetter Granatwerfer oder so doch schon wieder nice wäre, ne? Hallo! Damit lässt sich was anfangen. Oh, biotischer Schaden. Ja, hallo. Upgrades, Leute. Nice. Herr Dörte, hi, Geschenkabo bekommen. Hier geht's, Sally. Nice Sache. Seltsam, dass wir nicht auf mehr eingefrorene Kolonisten gestoßen sind. Kolonisten auf Schiff verladen. Kollektoren hier fast fertig. Müssen uns beeilen. Ja, aber Jungs, ihr habt schon diese Kokons bemerkt überall, oder? Verarsch mich doch nicht. So blind seid ihr jetzt aber auch nicht. Gestern ist ein bisschen eskaliert worden. So ganz... So ganz leicht, ne? Ganz leicht. Warnock, dankeschön. Thanks again. Vielen, vielen Dank. Jo, und da gab es eine Menge schöne Emotes und Subs und all solch tolle Geschichten, was uns alle sehr freute, sodass unsere Herzen auch nachträglich frohlockten voller Emotes und Co. Bolias hat sogar diese Biene bekommen. Sehr nice. Bevor ich oben das Tor aktiviere, wollte ich jetzt unten nochmal gucken. Weil wer weiß, was da rauskommt und ob ich dann die Chance habe, mich hier in diesem leeren, nutzlosen Raum nochmal umzusehen. Wer weiß, na? Wer weiß, ob wir diese Chance erneut bekommen hätten. Deswegen gehen wir... Du, zurück erstmal zur Konsole. Zum Computer, Hummelbummel. Ja, mit so einem... Was war das? So ein Fez heißt das. So ein Hut auf, ne? Wie diese Affen bei den Drehorgelspielern immer aufhaben. Geil, ich brauche diese Biene und den Pinguin. So viele Sachen. Oh, okay, ich dachte, der PC macht das Tor auf, ja. Gut, das hat sich ja total gelohnt, nochmal rumzurennen. Ey, schön die Spielzeit strecken, jawohl. Großartig. Alburia, hallöchen, komm ich auch reingeflyt. Für die Biene, Leute. Schön der Honig am Start. Geil, Tür umgehen. Meine Mutter war letztens zu Besuch. Deine Mutter ist zu Besuch und zwar bei meinen Urgroßeltern und da ist auch mein Großcousin und der ist Imker. Der war tatsächlich bei der Bundeswehr, war auch in Afghanistan und das hat ihn irgendwie alles so komplett mitgenommen. Er war da Sanitäter, dass er wirklich komplett anders zurückkam und seine Family hatte dann erstmal, also seine nähere Family ist verheiratet, hat zwei Kinder, hatte dann erstmal Mühe und Not, ihn irgendwie wieder aufzubauen und seitdem ist er einfach Imker.
und macht einfach Honig. Richtig geilen Honig. Hat mir auch gleich mal ein paar Gläser mitgebracht. Total nice. Also so kann aus etwas sehr Schlimmen und Dramatischen letztendlich süßer Honig werden, Leute. Und das ist doch schön. Starte umgehen. Was haben wir denn? Vogelfuß, ein C, noch ein C. Oh, das ist toll. Hauptsache den C nicht stoßen, Freunde. Das war das Füßchen. Hier haben wir das andere Füßchen. Hier haben wir die Battery und hier haben wir das komische T-Teil. Geil. Das reimt sich alles auch noch, Freunde. Nice. Oh, nee. Ihh, das ist ein viel zu großes Feld. Oh, nö. Oh, nö, das wird schlimm. Das wird ganz schlimm hier. Oh, warum? Oh, shit, die Musik. Oh, nein. Wo? Das müsste ausreichen. Wo sind sie? Ihh, es sind wirklich mehrere von den Kackviechern. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, die Panzerung, sie geht ein bisschen dahin, aber hält sich schon in Grenzen, oder? Weiß auch gar nicht, ob es besser ist. Ach du Kacke, bei den Viechern zu headern oder... Wow, 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 ey, was machst du denn für Moves hier? Du mieser Hass-Keini. Ich hab keine Schilder. Boah, Kacke, 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 ist das alles uncool und ich gehe hier in Deckung bei so einem Explosivcontainer oder was? Wir helfen erstmal Mordin. Oh, ist das räudig. Wo ist denn Garrus? Ist Garrus schon wieder hin? Bitte nicht. Please no, Garrus, mach nicht sowas. Mach dich diesen Bro. Zack, schön die Panzerung im Griff. Ich mach nochmal perfekten Schuss. Mordin braucht erstmal... Oh, voll verkackt. Oh, nee. Das war der perfekte, unperfekte Schuss. Oh Gott. Oh, ich hasse es hier. Ich will zurück zur Normandie. Das ist ja alles ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Oh Gott. Ich laufe erstmal. Ich hoffe, die treffen jetzt nicht auf die Range. Das wäre sehr unangenehm. Und dann können wir vielleicht mal hier ein bisschen Medigel für alle. In der Hoffnung, dass wir womöglich... Oh ne, ich muss nachladen auch noch. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Das ist wieder eine Szene in Mass Effect 1, wo ich dann plötzlich von den ganzen Hundeviechern angegriffen wurde. Pfui, pfui, pfui. So, was ist jetzt hier mit euch? Da vorne der Ableger. Jetzt legen wir erstmal deine Rüstung ab, mein Freund. Weg mit der Panzerung. Sie sind durch meine Schilde durch. Nö, wieso machen die denn sowas? Das ist höchst unfreundlich. War's das? Ich habe auf Garrus geschossen. Es tut mir leid. Oh, ist das ekelhaft. Das ist ja ganz, ganz traurig hier gewesen. Boss-Battle, ne? Schön Arena-Time, ey, mit Ads. Mit allem, was ich hasse. Ey, Ads, ohne Witz, ne? Ads haben mich abgefuckt in MMOs, in Shooter-Fights, wo auch immer. Ob als DD oder als Tank, wo du dann rumrennen musst und die ganze Kacke einsammeln darfst, während Heiler und DDs panisch durcheinander rennen, anstatt einfach zum Tank zu kommen. Also, da kriege ich jetzt auch Puls, wenn ich dran denke. Das hat bei uns in der Gruppe zum Glück ganz gut geklappt. Und wenn du dann mittendrin sagst, Leute, wenn ich die Ads holen soll, dann bleibt einfach stehen oder kommt zu mir. Dann wirkt das wahre Wunder bei manchen, die auf diese Idee nicht kamen im panischen Wegrennmoment. Aber hier. Uff. Uff, sein Onkel, Leute. Ganz ehrlich. Also sollten wir alle nach Afghanistan und so ein Trauma haben und dann Imker werden. Ja, also das will ich natürlich nicht empfehlen, aber ich sag mal so, der Honig schmeckt. Ja, der Honig schmeckt und da muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich wünsche aber keinem, dass er in irgendeiner Art und Weise Krieg erleben muss oder sonstige Gewaltkonflikte. Darum schmeckt der Honig vielleicht auch ohne dieses traumatische Erlebnis. Computer, wir hacken. Let's go. Was haben wir denn? Eine blaue Zeile unten grün, das ist diese hier. Bisschen lila bei. Lila, lila, ganz unten. Lila, la, la, la. Lululu. Oh ne, da drüben. Also, das da ist es. Und grün in der Mitte drin. Mit blau unten, das ist der hier. Schön. Das war der Computer. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Super. Arschtritte für Kollektoren, Leute. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden alles versuchen, um das zu unterbinden. No. Why? Werft man noch ein paar Munitionspakete ab hier. Das wird doch ganz schlimm jetzt. Das wird ganz, ganz schlimm. Danke, Shion, für diese schöne Aussage. Oh, nee. Und alle schreiben sich beim Bund ein. GG. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Warum? Warum ich?
Warum ich, Mann? Direkte Intervention ist notwendig. The fuck? Oh. Wo? Da drüben? Ja. Die Drohnen. Junge, Morden, ich sehe nichts. Trotzdem gekillt. Ich stelle mich hier mal an die Seite, lieber. Mit ihrem Kackschild. Komm raus da. Ja, ach nein. Oh Mann. Die Mami sehr traurig mit ihren Movements gerade. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Was macht er da für Viehkuckchen? Hör mal. Das gibt's doch nicht. Diese Sackgänger. Verschwinde von meinem Bildschirm. Zack. Gottes Willen. Da steht er dahinter seinem Schild. Nö, jetzt reicht's, Kollege. Jetzt habe ich komplett die Schnauze voll von deinem Mache. Jetzt zeige ich dir dein ranziges Mistschild, Alter. Es ist weg. Genau wie deine Familie. Keiner liebt dich, du Opfer. Verpiss dich. So. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ja, wir versuchen's, Mann. Ich musste gerade erstmal durchdrehen bei diesen komischen Schildfritzen da. Das gibt's doch nicht. Mein Opa heißt übrigens Fritz, wo wir vorhin bei Namen waren. Opa Fritz, Leute. Toll. Hast du gerade den Betäubungsschutz voll auf die Kiste gehauen, Garus? Ey, also. Ihr braucht mich ja auch nicht mehr wundern bei meinem Team, ne? Ich treffe nie ohne mein Team. So. Easy, Leute. Kein Problem. Wollt ihr irgend so eine Spinat-Lachs-Nudel fertig fangen, ne? Zurückgezogen hat, mit Verstärkung ist zu rechnen. Gab's zu essen? Brauch erstmal die Muni hier, Freunde. Dann können wir uns weiter unterhalten. Über Verstärkungen und Co. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Was für 40%? Es ist schön bemerkt. Es ist schön bemerkt zu werden, sagt Garus. Weil Verstärkung kommt. Fick dich und deine Jokes, Garus, Mann. Wo ist er denn hin? Er hat sich erstmal völlig pulverisiert hier. Stabil. Ich habe nicht mehr viel Muni davon. Hätte vielleicht meinem Hass nicht freien Lauf lassen sollen. Ganz entspannt. Zielprotokolle mit Systemen der Normandie. Turmverteidigung fortsetzen. Boom. Boom. Okay. Scarus dead? No. Alle da, alles cool. Ja, ich will mal erstmal snipern. Das war gerade eine absolute Fehlentscheidung. Das war total dumm. Aber manchmal muss man dumm sein, Leute. Dann überrascht man den Gegner, wenn man selber nicht weiß, was man macht. Und dann könnt ihr euren Plan nicht erkennen. Was zum Fick? Was bist du? Wir brauchen das System online. Ein neuer Gegner. Oh. Was immer das ist, erstmal nicht zu nah ran. Prätorianer. Hier war immun. Problem. Shit. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Oh shit. Kontrolle. Warte, nachladen. Perfekten Schuss an. Mal das Beste hoffen jetzt hier. Bevor ich selber zerlasert werde. Ach du Kacke. Morden, das ist meine Deckung hier, der Reifenstapel. Morden, das ist nicht nett, Mann. Oh shit. Verpiss dich von mir, Mann. Ich hab Freunde, töte die. Okay. Feuere mit Schiffsabwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Ja, Ehre. Oh nee. Fuck. Geh weg von mir. Geh weg. Geh zu Garus. Shit. Ah, oh, das ist nicht die beste Deckung. What? Alter, was war denn das jetzt für ein Hit? Komplett insta-dead. Geil, okay, nochmal. Cool, I guess. Was ging mit dem? Auf einmal ist er komplett immun? Ich sag ja, lass die schwere Waffe für Bossfights. Ja, aber es ist ja alles ein einziger Bossfight hier. Holy shit. Ich hatte ja seine Barriere, hat ja komplett downgeballert am Anfang. So, Frage ist jetzt nur... Ah ja, okay, gegen das Vieh direkt wieder. Ja gut, warte mal, dann... Macht das Sinn gegen die Panzerung? Ja doch, du schmilzt gut. Jetzt war immun. Empfehle etwas anderes. Ich habe die Kontrolle. Ich renne jetzt mal hier rüber. Oh nein, ich wusste es, dass das Ding mir Probleme machen wird. Warum fokust das eigentlich nur mich? Geh mal auf meine Freunde. Okay, Panzerung gut down. Ich bin jetzt mal mutig. Ich glaube nämlich, hier ist schwere Muni, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, sorry. Ah! Oh mein Gott. Okay, läuft richtig gut, Freunde. Alles hier, Daumen nach oben. Ja, ist richtig mega. Mega gut. Okay.
Hämmern wir mal die Barriere runter und bleiben dann schön dran für die Wand zurück jetzt. Oh, das schmeckt heute. Das schmeckt nicht so. Nach Hause. Nach Feuerland zurück. Voll entspannter Bosskampf. Okay, jetzt aber. Oh ne, ich muss nachladen. Oh, come on, was für ein beschissenes Timing fürs Nachladen. Jetzt, allein weg. Ja, und er macht nochmal sein Aufladen. Nein, er überlebt. Ja. Easy. First try, Leute. Er konnte nichts. Größten Schaden habe ich mir selber zugefügt. Mit dem scheiß Kanister. Wie dumm. Wie dumm. Oh mein Gott. Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Was ist denn mit ihm? Das Schiff ist gewaltig. Wie sollen wir das denn bitte aufhalten? Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ja, es geht halt nicht. So. Sorry, Mann. Ich habe keine Muni mehr. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so eine große Heldin der Allianz. Hä? Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retterin der Citadel. Hey! Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, und eines Geists. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Ey, Bro, was geht? Also, zwei mystische Sachen. Zum einen, total getriggert, weil vor unserem Mechaniker nice Munition lag. Punkt zwei, was für Heldin, Amenar? Ich meine, okay, er sieht nur Teile unseres Gesichts, aber sieht das aus wie ein prächtiger Damenbart oder was? Schön der Gender-Swap, man kennt ihn. Arwin, hallöchen. Hi, hi. Oder er hat an Ashley gedacht, das kann sein. Das kann sein, Detail später, ja. Die Wiedersehensfeier muss noch warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um Angriffe wie diesen zu beenden. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz nahm an, dass Cerberus hinter den verschwundenen Kolonien steckt. Er hat einen Hinweis erhalten, dass diese hier das nächste Ziel sein würde. Anderson hat mir kein Wort gesagt. Aber es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Dass sie für den Feind arbeiten. Ja, das ist aber nicht der Feind, Mann. Deshalb sind sie auf Horizon. Ah, ja, das macht natürlich Sinn. Find's auch geil, wie Mordin da so hinter unserer Schulter vorguckt, so, hey, ich könnte jetzt in der Mitte stehen und diesen leeren Platz ausfüllen, aber ich gucke lieber creepy hinten raus. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Das können Sie nicht ernsthaft glauben. Wir wissen beide, wie Cerberus ist und wozu sie in der Lage sind. Ich wollte die Gerüchte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Oh, come on, Mann. Was soll das jetzt? Rocktool, hi. Rocktool, du hast gerade krassen Bosskampf verpasst. Ich fasse ihn dir kurz zusammen. Ich habe von Anfang an die komplett richtige Waffenwahl getroffen. Ich habe alles first try niedergemäht, habe perfekte Deckung gesucht und alles sofort zerschossen. Mega. 10 von 10, epischer Fight, total abgerissen, der Commander ist back. Übertrieben, wirklich. Übertrieben. Ich habe niemanden verraten. Nee, also wir hatten ja auch nicht mal eine große Wahl. Gut, mittlerweile hätten wir irgendwie eine gehabt, aber ne, die haben uns halt reanimiert. So, als Toter kann es nicht sagen, halt, stopp. Halt, stopp, es reicht jetzt. Kaldan, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich möchte Ihnen ja glauben, Shepard. Aber ich misstraue Cerberus. Och. Sie könnten die Bedrohung durch die Reaper dazu benutzen, sie zu manipulieren. Come on. Was ist, wenn sie dahinter stecken? Was ist, wenn sie mit den Kollektoren zusammenarbeiten?
Verdammt, Kaidan. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Ja, was zum Teufel? Das ist ja fast wie wenn du mit dem Rad redest. Was ist mit ihm? Das fünfte Rad am sechsten Wagen oder was? Sie lassen zu, dass ihnen das Wissen über ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Mag sein. Oder aber sie glauben Cerberus etwas zu schulden, weil die sie gerettet haben. Vielleicht denken sie nicht vorurteilsfrei. Sie haben sich verändert. Aber ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin ein Soldat der Allianz und werde es immer sein. Ich muss mich auf der Citadel zurückmelden. Dort wird man entscheiden, ob man ihrer Geschichte glaubt oder nicht. Ja, ich hab da so eine Theorie, wie die Entscheidung aussehen wird. Nicht gehen, mit mir kommen, auf Wiedersehen, tolle Aussichten. Ja, er wird nicht mitkommen. Also, ich bin mir 12.000%ig sicher, allerdings habe ich mich letztes Mal auch geirrt, ne? Letztes Mal lag ich falsch bei unserem lieben Krogana-Boy, wenn ich mich nicht irre gerade. Wenn ich mich nicht irre, habe ich mich geirrt. Deswegen, ja, wir tryharden. Come on, mehr für die Crew. Aber es würde mich super sehr wundern. Super sehr. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Kaidan. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich werde nie für Cerberus arbeiten. Aber für mich, Mann. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Die Implantatgeschichte, ne, war das ja. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Jo, ich auch, Mann. Ich auch. Genauso war der Kampf. Gibt keinen Grund, sich das Wort anzusehen. Ja. Schön. Ja, wünschte Ashley wäre da. Sie hätte noch schlimmer reagiert. Das ist wahr. Lornwood, hallöchen. Erst die Fanpost, dann diese Story. Heute scheint ein guter Tag zu sein. Der Hammer, oder? Crazy. Nur als Info, es ist egal, ob Ashley oder Kaidan, beide erzählen an der Stelle dasselbe. Ich finde es übrigens sehr mystisch, wie ich immer zwischen Kaidan und Kaidan wechsle. Irgendwann bin ich dann bei Varan oder so, Commodore Kaidan oder sowas, richtig nice. Okay, geile Mission, interessante neue Viecher, die ich hasse. Das ist immer das Beste an neuen Gegnern. Gruppenpunkte 2, Missionszusammenfassung. Kollektoren sind mit etwa einem Drittel der Bevölkerung von Horizon entkommen. Scheinfirma wird Hilfsgüter und Finanzhilfen an Überlebende der Kolonie schicken. Achso, die Scheinfirma, ja, damit es nicht zurückzuverfolgen ist und so, ne? Der Vorbote, Anführer der Kollektoren, zeigt persönliches Interesse an Shepard. Unklar, ob seine Fähigkeiten, Handlanger zu übernehmen, kyberkinetischen Ursprungs ist. Auf ein Kollektivbewusstsein der Kollektoren hinweist oder ob nicht sogar Reaper-Technologie im Einsatz ist. Bergungsteams haben Kollektorenleichen zur Untersuchung mitgenommen. Nice, wir können schön untersuchen, Leute. Neue schwere Waffe, das ist unser Partikelstrahler. Präzise und tödliche Waffe mit konzentrierter Strahlung. Enorm effektiv gegen Schilde, Barrieren und Panzerung. Doch gegen alles. Die für einen Strahl mit akzeptabler Zerstörungskraft nötige Energie ist um ein Vielfaches höher als beim Abfeuern eines Projektils mit hoher Geschwindigkeit über ein Masseneffektfeld. Die von ihnen erbeutete Waffe scheint eine Strahlenwaffe der Kollektoren zu sein, aber alle Versuche, sie zu analysieren und nachzubauen, sind bisher gescheitert. Vermutlich könnten die Techniker der Normandie mit genügend Forschungsaufwand eigene Strahlenwaffen herstellen, vielleicht sogar in größeren Mengen. Ey, dann rennen wir alle mit so einem Teil rum. Nice, have sunny, mach's gut. Mach's gut. Wir haben den Hyperverstärker für 10% Biotikschaden. Wir haben 10% Gesundheit für Shepard über dieses schwere Hautgewebe. Wir haben ordentlich wieder abgesahnt. Platin auch am Start. Noch was? Nö, Bericht schließen. Cool. Läuft bei uns. Gute Mission gewesen. Überhaupt keine Probleme gehabt. Lel. Also eigentlich echt nicht. Ich war das Problem. Gut, das ist halt immer so. Man ist immer Teil von etwas Größerem. Manchmal auch nur von Problemen. Wunderbar. Jetzt beginnt Kapitel 2. Oha. Hi. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Ja, vermutlich nicht und irgendwie fehlt auch die Hälfte, aber ja. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Ah. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass die Kollektoren auch irgendwelche Viecher ausgehend von den Reapern eben sind
und durch diese, ich sag mal, Metamorphose der Menschen letztendlich erzeugt werden. Na, dass das auch irgendwie alles menschlichen Ursprungs ist. So kam mir das jetzt vor, aber vielleicht ist es auch überhaupt nicht so. Und die nutzen die Menschen nur als Energiequelle für den Prozess oder was auch immer, aber dann passt das mit diesen ganzen Kokons irgendwie auch nicht zusammen. Kaldan sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das? Warst du's? Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meiner Freundin, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Immer diese Risiken, ne? Ich raste aus. Was ist unser nächster Schritt? Wir müssen weiterhin Druck auf die Kollektoren ausüben. Sie werden ihre Operationen jetzt vorsichtiger angehen. Wir brauchen also einen anderen Ansatz. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie nichts an. Ehrlich, das ist hier kein Bewerbungsgespräch. Und da würde Sie das genauso nichts angehen. Das geht Sie gar nichts an. Lull. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard. Sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Wir sind okay, mein Team ist gut. Ja, das haben wir voll im Griff, ne? Es gibt ja sowieso wie heißt es denn, Garantie für eine Rückkehr. Noch fucking nie, nicht bei der ersten Mission, nicht bei der letzten. Ich werde dafür sorgen, dass Sie bereit sind. So oder so. Die Kollektoren werden nicht mal wissen, was sie niedergestreckt hat. Ich vertraue darauf, dass Sie wissen, was Sie tun. Ich will nur, dass Sie Ihre Chancen realistisch sehen. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Ja, zum Glück beobachtet mich nicht sonst schon jeder hier. Hallo. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Diese verdammten Schweine, wir schaffen das. Geil. Ah, Salazar, 17 Monate, dankeschön. Sie sind mächtig, aber wir haben ein paar Tricks auf Lager. Wenn sie jemand aufhalten kann, dann wir. Ganz Ihre Meinung, Commander. Horizon hat alles völlig klar gemacht, was unsere Aufgabe ist und womit wir es zu tun haben. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, wie die meisten anderen vermutlich auch einen Abschluss finden. Sie verstehen? Junge, es klingt komplett wie so eine Endmission, ne? Nochmal mit allen Begleitern reden, jeder findet so seinen Abschluss, gibt kein Zurück mehr. The fuck? Ja, das klingt auf jeden Fall so, als würden wir erstmal einen Haufen Zeitmissionen lieber machen, ne? Habt ihr, glaube ich, auch gerade gesagt, dass danach halt wirklich anders weitergeht, wenn überhaupt. Und darum sollten wir lieber nochmal mit allen quatschen, nochmal gucken und dann Zeitmissionen und Co. checken, Jacob. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Was ist los? Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Okay. Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback, das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Oh.
Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ja, dann gucken wir doch mal, oder? Möchten Sie, dass wir uns das Wrack mal ansehen und feststellen, ob es echt ist? Wenn die Koordinaten nicht zu weit ab von unserem Kurs liegen, könnte man zumindest das Wrack überprüfen. Und wer weiß, vielleicht ist dort ja wirklich noch jemand am Leben. Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich normalerweise nicht so einfach nach SOS-Signalen suche. Es wurde über die Cerberus-Filter meinem persönlichen Log zugestellt. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Oh, geil. Ja, wir fragen schon erstmal auch noch nach dem Vater vor allem, oder? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Üff, das wird ja total klasse werden. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation, Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Ja, super. Dann haben wir ja voll das geile Missionsprotokoll, was absolut nichtssagend ist, und stürzen uns mal drauf. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Ich nicht. Ich rechne mit Geistern. Gruseligen, spooky Ghosts, Leute. Voll geil. Okay, mal gucken, was die anderen noch zu melden haben. Na, Nachrichten im Terminal? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Aha, da wären wir wieder. Jeder deiner zukünftigen Anhänger hat auch solch eine persönliche Mission, wenn du oft mit ihnen redest. Ja, das ist sehr, sehr schön. Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter 4 Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Okay. Tschüss. Dann eher unter 4 Ohren, oder? Lol. Ob die Geister Sex haben? Danke, Voidy. Danke. Mann. Oh. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batarianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie denn mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batarianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen an Gefängnisse. Warum zum Teufel Terrorismus? Was ist passiert? Was macht Dr. Kenson eigentlich da draußen? Sie ist eine Undercover-Agentin, Shepard. Wir haben so wenig Kontakt wie möglich. Angeblich ist sie einem Gerücht nachgegangen, dass sich in dem System ein Reaper-Artefakt befindet. Laut ihrem letzten Bericht hat sie es gefunden. Aha. Was können Sie mir sonst noch über die Agentin erzählen? Amanda ist eine Top-Wissenschaftlerin und Allianz-Agentin, die im batarianischen Sektor operiert. Ein riskanter Auftrag, und sie ist eine der wenigen, die ihm gewachsen ist. Ich kenne sie schon ziemlich lange, Commander. Ich lasse sie nicht in einem batarianischen Folterknast verrotten. Das ist sehr löblich. Die zuletzt machen, Übergang zu Teil 3 und DLC. Ah, okay.
Okay, dann können wir uns ja trotzdem schon mal die Infos holen, aber dann stellen wir die ein bisschen weiter hinten an. Toll, da Gor, ja, bring sie Monelith-Dietriche mit, um abzukürzen. Geil. Farenga, hallöchen. Ich dachte, die Allianz leugnet die Reaper-Bedrohung. Muss ja ein ziemlich eindeutiger Beweis sein. Kensons Team hat im batterianischen Sektor ein Artefakt gefunden. Sie glaubt, dass es ein Gerät der Reaper ist und beweist, dass sie tatsächlich eine Invasion planen. Hey. Ich kenne sie schon lange. Wenn sie von einem Beweis spricht, sollte man der Sache nachgehen. Ja, das klingt verdammt gut. Oh, die Beziehung würde ich gerne wissen, ja. Es wird den Batterianern nicht gefallen, wenn die Allianz in ein geheimes Gefängnis einbricht. Das ist keine Allianz-Operation. Da rettet lediglich eine Einzelperson aus Freundschaft eine andere. Wow. Wäre das Ganze eine offizielle Mission, wären die Batterianer natürlich stinksauer. Bleiben Sie diskret, Shepard. Dann gibt es keinen Anlass zur Sorge. Okay. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen sie ihre Entdeckung. Besprechung nach ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett, Ende. Tschüss, Hackett. Cool. Wir sind oben, wir können Fische füttern. Jawohl. Sehr gut. Okay. Das war die Geschichte. Wait, wir können jetzt gleich nochmal gucken, wenn wir schon hier sind, ob wir denn noch irgendwelche illustre Nachrichten haben. Hör mal. Ohne Thema. Von Fehler ungültiger Absender. Hey Shepard, hab gehört, ich muss Ihnen danken, dass ich von der Purgatory entkommen bin. Wollte mich zwar wieder festnehmen, aber die Durchsuchung nach Waffen war nicht gründlich genug. Oh, dafür werde ich in mein nächstes Opfer Ihren Namen statt meinen schneiden. Gibt's jemanden, den Sie umnieten wollen? In Klammern, haha. Trotzdem, Sie haben auf meinem Weg nach draußen auf mich geschossen und deswegen muss ich Sie umbringen. Sie kennen das ja alles. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zulässt, dass dich einer verletzt, kommt er auf dumme Gedanken. Also solltest du ihm eine Nachricht schicken und genau das mache ich gerade. Man sieht sich, die Leute, die hier wohnen, kommen zurück. Showtime, halten Sie nach Ihrem Namen Ausschau. Ich sorge dafür, dass Sie ihn früher finden, als ich Sie. Billy. Oh. Cool, Billy, danke. Hat nicht nur positive Folgen, unsere geile Gefängnisaktion anscheinend. Hurra! Meine Fische, ja, nicht vergessen. Von Cerberus, Informationsverarbeitung. Wir wissen, dass ihre alte Freundin Liara Zone den Shadow Broker seit mehreren Jahren jagt. Das war auch DLC, glaube ich. Oder dieser mit den Kollektoren zusammengearbeitet hat, würden wir ihr gern dabei helfen. Wir haben kürzlich einige Informationen erhalten, die Liara vielleicht einen Hinweis darauf geben, wo sich die Operationsbasis des Shadow Broker befindet. Aber leider traut sie Informationen von Cerberus nicht. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sie auf Ilium besuchen und ihr die Information als Geste des guten Willens überreichen würden. Nice. Auch DLC, okay. So viel DLC ist ja auch, holy fuck. Gottes Willen, okay. Gut, aber Liara ist im Spiel. Das freut mich sehr. Das ist wahrlich sehr, sehr schön. Waren wir hier schon bei allen? Nee, oder? Bei unserem Mordin waren wir noch nicht. Wir müssen noch mal gucken. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Aha, seht ihr? Kelly vielleicht auch was Neues? Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Kaidan Alenko dort war. Wie ist es gelaufen? Ich vermisse ihn, Leute. Ich weine jede Nacht in mein Kaidan-Kissen rein. Ja, aber klasse. Dazu gibt's nicht viel zu sagen. Was vorbei ist, ist vorbei. Ich verstehe. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ja. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ehre. Aber du hast nichts Neues für mich, Kelly. Das ist sehr schwach. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Ist okay, ich hoffe, wir reden dann wieder über Crewmitglieder, die ich nicht mehr sehe. Das ist mein Lieblingsthema echt, weil ich am liebsten heule als Beschäftigung. Das ist mein Hobby. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Weiß jetzt vermutlich, warum Kollektoren an Menschen interessiert sind. Moment. Nein, nur ein Herz. Kolganer haben zwei. Vergessen Sie's. Noch etwas? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Noch etwas? Nee, okay. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Tschüss, Mordin. Danke fürs Gespräch. War echt aufschlussreich und so. Was geht hier mit unserer KI? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier?
Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. ÜLG. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Cool. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Ciao. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Okay, das war ein bisschen viel Quanten und Paare und Technik, Mann. Warum gibt's im Weltraum überhaupt noch Technik? Wer will denn sowas? Niemand. Da muss alles automatisch funktionieren. Schön wie bei unseren Kollektoren. Bisschen Technik, bisschen Organ und dann läuft das. Okay. Vielleicht hat Garrus jetzt ja Zeit. Wenn Morden beschäftigt ist, dann ist er vielleicht unser Garrus-Boy ready. Die hat bestimmt auch noch nichts weiter. Miranda wollte uns ja auch sehen. Mal gucken, nachdem wir jetzt super coole Infos zu ihrem Daddy haben. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten, aber es ist wichtig. Klar. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Oha. Jetzt kommt's. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Hot. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Uff. Oh, das ist eine interessante Perspektive. Oh, was zum Teufel. Exodor, hallöchen. Ich meine, wie Shepard steht, ne? Meine, wie er da so angelehnt ist. Rocktool, mach's gut. Rocktool tut jetzt so, als ob er geht, weil er sich gerade schön Screenshots gemacht hat und jetzt erstmal schlapper, ihr wisst Bescheid. Luare, hallöchen. Hi. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay. Cool, neue Quest. Da, schön das Daddy-Problem angesprochen. Nächste Quest. Ich hab schon lange nicht mehr so. Voll toll. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Machen die eigentlich noch was anderes außer zu essen? Oder ich war fast so weit. Ja, war ja auch fast 20 Sekunden, oder? Also, das reicht doch dicke hin. Garrox, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Danke. Shepard, brauchen Sie was? Hast du jetzt mal Zeit, Garrox, für uns? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Mann, Garrus. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Garrus, er hat nie Bock auf uns. So mad jetzt echt. Dann gehen wir zu unseren cooleren Freunden. Dann gehen wir zu Grant und zu Jack und feiern mit denen eine coole Anti-Garrus-Party. So sieht's nämlich aus. Schön auf dem Herrenklo wird da reichlich unter den Duschen abgegangen werden. Aber sowas von. Mal gucken. Er arbeitet immer. Ja, er ist einfach eine super deutsche Arbeitsbiene, so. Herrliche Sache. Ich renne wieder in den falschen Raum, oder? Oh, ich überrasche mich selber. Ich bin richtig geil. Hoffe, hast du den Screenshot gemacht, den es auch bald im Shop gibt. Würden bestimmt Leute kaufen, einfach auf Shirts drucken, ne? Miranda Ass-Shirt oder so. Klingt total super und gar nicht befremdlich. Luranza, 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Shepard. Hallo. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Ich bin nur... Ich sitze hier und denke an das Bild. Er hat auch schon eins. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank. Ach so. Schlacht von Kamrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten.
Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss ihn nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Okay. Kenrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Uff. Hoffentlich haben sie einen guten Grund dafür, mich beim Mittagessen zu stören. Es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Cool. Wir feiern halt wirklich eine Anti-Garrus-Party. Geil. Fangen Sie keinen Streit mit Garrus an. Ich dulde so etwas nicht auf meinem Schiff. Ich hasse Garrus nicht. Ich hasse die Turianer. Garrus ist zwar Turianer, aber er gehört zu ihrem Clan. Ich reiße ihm nur das Gesicht ab, wenn er sich gegen mich stellt. Es ist zwar Hass, aber mein eigener. Okir war blind und wollte, dass ich es auch werde. Aber langsam empfinde ich etwas bei ihrem Tun und verstehe auch, warum ich etwas empfinden sollte. Wie auch immer, ich grüble immer noch, wo ich da hineinpasse, aber ich musste eben einfach darüber lachen. Ohne tieferen Sinn, Shepard. Das ist einfach nur super, Leute. Super, super. Okay, dann besuchen wir noch Jackie. Jackie Boy, Jackie Girl und dann... Junge, ich hänge hier am Geländer fest, ich flippe aus. Und dann gucken wir, ob wir noch eine schmackhafte Side-Mission mit reinrödeln. Wir sind schon bei 2 Stunden wieder. Scheiße, was ist passiert? Hey. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Wow. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Brits Touren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs. Hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Ja, Mann, das könnte man an Schulen unterrichten. Lol, die miesen WoW-Opfer werden dann alle tätowierte Gangster mit so einem Harnisch, der nur die Nippel bedeckt, Leute. Maximale Ehre. Paramüsik, Hallöchen. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Ah, schön entspannt bisschen Tee süffeln, während Jack so ein bisschen über das Gangleben philosophiert, Leute. Das ist dieses gute Leben. Was war dann? Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Ups, Sie sind unfassbar verbittert, ja. Von Ihrem Leben scheinen Sie aber nicht allzu viel zu haben. Zumindest nicht für sich selbst. Was wissen Sie schon? Schoßhund von Cerberus, Handlanger des Militärs. Sie leben ausschließlich für andere. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Oha. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie, Diebstahl vom Militärgerät, Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Ja, Menschen gehen, aber 187 bleibt stehen, denkt sie sich, ne? Crate und Exonor auch schon komplett auf Modus, lul. Oh Mann, Zerstörung einer fucking Raumstation, Mann, was geht mit ihrem Leben? Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde.
Von wegen. Vielleicht hat sie ja auch so ein Freiwild-Arschgeweih-Tattoos. Könnte sein. Eine Raumstation, was verbergt ihr ja? Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe ihnen einen Gefallen getan. Ja, das sehen die bestimmt ähnlich. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich habe draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Cool. Ich weiß nicht, ob man sowas lernen sollte daraus. Mich überrascht, dass sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Oh. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Alter, was? Oh, fuck. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey, Shepard. Nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich. Und danke der Nachfrage. Bruder, uff. Ja, also, ne? Ja, Leute, wir gehen erstmal ganz schnell wieder nach oben. Das war jetzt auch... Huh, okay, wir gehen erstmal wieder hoch. Hui, wir hinterfragen das nicht weiter. Wir gehen schön zur Galaxiekarte, beziehungsweise checken mal vorher gerade, wie unser Tagebuch so aussieht. Ja, hallo, da sind aber schöne Sachen bei, hör mal. Da haben wir ordentlich Missionen am Start und Co. Coole Nummer. Ich würde gern das mit Jacob erstmal machen. Das klang nämlich nach einer sehr entspannten Mission, die im Grunde auch erstmal absolut simpel klingt. Und deswegen würde ich gerne erstmal nach Aya fliegen und mir das mal ansehen. Mal gucken, was uns da genau erwartet. Vielleicht schaffen wir die sogar heute zeitlich noch. Mal gucken, wo soll ich denn anfangen? Horizon, okay, davon können wir uns erstmal wieder verabschieden. So, und wo wollte ich eigentlich hin? So, ein bisschen für, weiß ich nicht, verbrauchten Treibstoff sorgen. Ein paar Kreise drehen. Massenportalsprung. So. Da, wo die Namen deiner Crew vorstehen, sind die Loyalitätsmissionen. Alles klar. Da oben ist Jacob helfen. Im Rosettennebel. Commander, Sie müssen mir helfen. Es juckt im Rosettennebel. Ich glaube, es hat mit meinem Vater zu tun und mit Geistern. Ach, schön, Leute. Ab geht's mit Höchstgeschwindigkeit. Schön in den Rosettennebel, Leute. Maximale Ehre. Aderos, mein Winra, hi. Oh Gott. Okay, wir wollen nach Alpha Draconis, Junge. Alpha Centauri kenne ich. Das war da mit Harald Lesch, oder? So. Und zwar wollen wir da hinten... Junge, wie viele Welten und Planeten gibt's hier eigentlich... Alter, und dafür brauchen wir den Treibstoff immer, um hier jetzt fliegen zu können. System anfliegen, alles klar. So. Und da ist der eine Planet, den wir brauchen. Umlaufbahn. Ich habe eine Anomalie geortet. Oha, eine Anomalie. Das habt ihr letztes Mal auch erklärt. Beim Scan können wir sowas finden und dann eben Zusatzmissionen freischalten. Ne? Nice. Dieser abgelegene Planet, benannt nach einer Asari-Wissenschaftlerin, war anscheinend auf der Liste mit verbotenen Massenportalen, die in unerforschte Gebiete führen. Die wenigen verfügbaren Daten stammen von einer Sonde, die im Vorbeiflug von zwei Planeten berichtet hat, die einen weißen Zwerg umkreisen. Ihre eigenen Scans liefern weitaus interessantere Ergebnisse. Der Planet befindet sich innerhalb der Lebenszone des Sterns. Er verfügt über Ozeane mit Flüssigwasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu dem dortigen Pflanzenleben auf Kohlenstoffbasis passt. Es könnte sich um eine noch unerforschte Gartenwelt handeln. Toll, hoffentlich gibt es da riesige Mücken. Okay, gucken wir mal, wie das mit dem Scan aussieht hier. Da passiert ja gar nichts. Achso, warte, Rechtsklick Scan. So, ich muss das ja... gedrückt haben. Oh, das sieht aber gut aus hier, oder mal? Sonde gestartet. Ich höre sogar Sachen. Folgen Sie dem weißen Anzeiger. Planmäßiger suborbitaler Sinkflug aufgezeichnet. Allgemeiner Notruf. MSV Hugo Gernsback.
Registrierungsnummer BW. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Oh, okay, das ist interessant. Denk an die ganzen Ressourcen zum Forschen oder machst du das offstream? Weiß ich noch nicht, wie genau ich das am besten mache. Weil sich das bei euch ja immer so anhört, als wäre man da tagelang gefühlt beschäftigt. Ne? Und das ist, glaube ich, doof für alle, inklusive mir selber. Egal, wie ich es mache. Aber ja, können wir jetzt nochmal scannen? Na, wir landen erstmal, komm. Wir landen erstmal, wir haben jetzt die Anomalie erforscht. Irgendein Funkspruch oder so war das, ne? Was da die ganze Zeit durchkam. Mal gucken, was wir letztendlich finden werden auf diesem schönen Planeten. Sehr interessant fand ich ja, dass es anscheinend Auswirkungen hat auf unsere Teammitglieder und die Art und Weise, wie wir quasi loslegen. Jacob ist jetzt automatisch dabei. Wann überlege ich, ob wir mal generell jetzt ein anderes Team nehmen? Ob wir dann einfach Jacob und Grunt jetzt mal nehmen oder so? Was haben wir noch an Outfitwechsel? Oh! Ja, abgespaced. Och, gucke da! Aha, aha. Wer kann noch? Wer will noch mal? Jack kann auch? Oha. Okay. Fancy. Also Grunt sieht ja mega cool aus. Nice. Nice. Okay, wir nehmen mal Grunt mit. Und dann können wir ja bei diesen Missionen immer ein bisschen variieren. Wenn wir eh das Standardteam nicht nehmen können, dann können wir da ja immer ein bisschen basteln. Nehmen wir am nächsten Mal Jack mit und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir Dino, glaube ich, erstmal ein bisschen skillen. Nehmen Miranda, die ist heiß. Geile Begründung. Okay, wir wollten Brandmunition erstmal noch verbessern, glaube ich. Oder pushen wir die Disruptor erstmal hoch. Ne, wir wollten Brand machen, weil ihr auch meintet, ist sowieso geil, weil wir dann Kryo auch noch freischalten, die stunnen kann. Was jetzt in diesem Moment geschehen ist. Was, ich denke, auch eine geile Sache ist. Nehmen wir gleich mal mit. Ultrakalten subatomaren Partikel dieser Munition können Ziele schlagartig einfrieren, wodurch sie gegen zusätzlichen Schaden verwundbar werden. Geil! Klingt gut. 3 Sekunden Stun kann man auf jeden Fall mal machen. Was hat denn Grunt? Betäubungsschuss, krogianischer Berserker. Erhöht Waffenschaden und Gesundheit. Und kroganische Gesundheitsregeneration. Also das nehmen wir aber sowas von mit, Leute. Das nehmen wir ja aber sowas von mit hier. Gesundheit, 30%, Junge. Jawohl, so wollen wir es sehen bei den Kroganern. Geil. Okay, und wir haben Optionen wieder. Finde ich gut. Bei den Loyalitätsmissionen ist die betroffene Person, in dem Fall Jacob, immer dabei. Okay, dann können wir da ein bisschen rum experimentieren. Grunts Meisterschaft seines Blutrauschs erhöht seine ohnehin fantastische Regenerationsrate noch weiter. Er kann dadurch Verletzungen überleben, an denen andere Kroganer sterben würden. Oh, das ist natürlich ordentlich. Und hier unten ist das weniger Reck, dafür aber mehr Waffenschaden. Kann zum Berserker werden, ohne an Konzentration zu verlieren, was seinen Waffenschaden erhöht. Ja, geil, das reicht. Oder komm, nehmen wir der Warlord, Junge. Lord of War, sein Vater. Und den können wir auch nochmal verbessern hier, den Betäubungsschuss. Ja, geil, Leute. Jacob, hatten wir sicherlich den Cerberus-Agent noch verbessert. Hier ist auch Gesundheit bei. Okay, okay, okay. Cool, würde ich sagen. Das passt. Können wir zurück nochmal wegen Waffen gucken. Bei Grunt, schweres Gewehr. Schwierig jetzt, ne? Ob wir eben das Kollektoren-Ding mitgeben. Matok, mittlere Reichweite, Panzerung, Schilde. Barrieren. Mit der menschlichen Physiognomie, so rum, nicht kompatibel. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, er behält erstmal seins. Panzerung, Schilde, Upgrade für Sturmgewehr, Avenger. Das ist das Avenger-Ding in cool. Aber wenn er sein eigenes Kroganer-Teil hat, oder? Dann lassen wir ihm das erstmal. Bei der Schrotflinte könnten wir natürlich schauen, ob wir ihm da was Cooleres geben. Belastend. Belastend, Alter. Die Plasma finde ich nicht geil beim Kogane. Ich muss richtig wämsen, oder? Nehmen wir die hier mit rein. So. Und Jacob haben wir, glaube ich, auch länger nicht geschaut. Schrotflinte. Hat er auch die. Avis Curator, oder wie sie heißt. Und Handkanone. Ja, Upgrade von der Predator geben wir ihm mit. So. Okay. Ready. Juhu. Munition musst du aber ständig wechseln, was du eh kaum hast, ja? Das geht mir in Borderlands auch immer zum Beispiel auf den Sack, ne? Also gegen Schilde und dann gegen Roboter und so. Muss ich einfach mehr machen. Okay, dann, Hallöchen. Lohnt es sich, Mass Effect 2 zu kaufen? Ja, durchaus. Ich habe das Schiff gescannt.
Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Cool. Die unterste Fähigkeit deiner Leute, die werden frei, wenn du ihre Mission gemacht hast. Ah, okay, die ist dann auch für dich zum Neulernen verfügbar. Das ist cool, dann bringen wir uns das gleich gemeinschaftlich bei. So, erstmal bringen wir uns aber den Sniper bei. Wo sind die Boys hier? Oh, das ist schon coole Rüstung. Du brauchst die Waffe gar nicht so wegnehmen. Böp, 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 böp. Ja, also wer auf solches Gameplay steht, ist der ist beim Mars Effect. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben, aber es ist Jahre her. Uff, der ist beim Mars Effect gut aufgehoben. Da unten sind doch Leute, oder? Ne, ist irgendein Hologramm. Okay. Der sieht aber echt gar nicht gut aus. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Ja, der ist ein Sender. Geil. Offizier-Lock. Zugriff. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Oh. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Blutgüsse sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Alter. Das klang jetzt nicht so. Wiederhole. Giftalarm. Cool. Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Sender übernommen und wieder aktiviert. Signalpause betrug 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Toll. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Geiler Name. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Ja, klingt gar nicht mal so cool. Sollte man mit 1 anfangen, kann man mit 2 starten. Ne, die bauen sehr stark aufeinander auf, sowohl storytechnisch als auch was seine Entscheidungen angeht. Und deswegen sollte man sowohl bei Mass Effect als auch bei Dragon Age wirklich schön die Reihe von vorne an mitnehmen. Die sind auch verhältnismäßig gut gealtert, also kann man machen, ohne dass man jetzt irgendwie mit Augenkrebs aus dem Fenster springen muss oder so. Warnock, mach es gut. Danke fürs Reinschauen. Danke, danke. Ja, wir fragen auf jeden Fall nochmal nach, was das jetzt genau sollte. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab. Was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. 782%, ouch. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem, suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Yay! Jetson, dankeschön für dein Cheering. Geilmann wollte mir heute Ghost Raccoon kaufen, weil es reduziert war. Hab mir dann eine Paysafe-Card geholt und jetzt kostet der Mist 30 Euro mehr. Ja, danke Ubisoft, lul. Hab gehört, dass die Spiele sehr, sehr lang dauern. Ja, also allein aufgrund dieser ganzen Stories und dass du mit jedem reden kannst und 1000 Dialogoptionen hast, dann sind einige Grind-Elemente mit drin, es gibt hier und da DLCs und so. Also die dauern sehr, sehr lange. Und man sollte sich auch sehr, sehr darauf einlassen. Ja, also es geht teilweise auch einfach darum, Bindungen zu Charakteren aufzubauen, mit denen zu interagieren, mit denen zu quatschen und so. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Das macht auch große Teile des Reizes am Spiel aus und das braucht einiges an Zeit, ja. Chiron, 31 Monate, Dankeschön, vielen, vielen Dank. So, dann würde ich sagen, wir gehen los, oder? Wobei, was meinte er mit Flora? Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel.
unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Oh. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach einem Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Ist unsicher, ob es permanent ist. Naja, dann können wir die vielleicht retten, aber diese 7 Tage Inkubation ist vermutlich auch schon die ein oder andere Minute her, ne? Na gut. Kommen Sie, gehen wir. Durchsuchen wir das Schiff. Mein Vater hatte den Sender fast 9 Jahre lang. Vielleicht hat dieser neurale Verfall auch von ihm Besitz ergriffen. Ja, davon... Nach so langer Zeit. Wollte ich sagen, es muss ihn erwischt haben. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert, aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Chill. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung kommen wird. Vorsicht! Junge, er wollte sie einfach... Jäger, sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Junge, what? Sie haben uns gesehen. Ach, meinst du, sie haben uns gesehen? Ich hätte erst in das Schiff gesollt. Ich dachte, das Schiff ist das Hauptding und hier stehen jetzt ein paar Kisten zum Looten rum. Ja, hoppala, dann können wir auch gleich nochmal erst in das Schiff gehen. Jacob, du stehst da ein bisschen sehr offen. Es war Feuermuni noch rein hier. Wo seid ihr denn, Freunde? Zack. Zack. Schön hintereinander, Junge. So, wollen wir es nämlich haben. Einwandfrei sieht das aus. Das sind aber einige, hör mal. Wo stehe ich denn hier? Hallo? Zack. Oh, der ging in den Sack. Das wollte ich nicht. Das ist ja unangenehm. Noch wer? Da ist noch einer. Wo flitzt er denn hin? Hoppala. Diese Menschen sind doch nicht verfallen. Die waren wie wilde Tiere. Ja. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Sunday Rose, hi. Das Schiff liegt da im Wasser, das riesige Gebilde. Ja, aber ich dachte, da ist das Main-Story-Teil drin, weswegen ich erst hier lang gegangen bin, weil hier nur ein paar Kisten standen. Und weil ich natürlich wie immer alles mitnehmen wollte, bin ich halt erst hier lang, weil ich dachte, hier geht's eben nicht weiter, ne? Aber dann sollen wir anscheinend erst ins Schiffchen rein. Dann gucken wir uns natürlich das an, aber vielleicht können wir mit ihr nochmal talken? Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Ja, dann suchen wir mal, würde ich sagen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, das ist das Schiff, liebe Leute. Und da wollen wir jetzt zunächst rein. Wenn du die Zusatzoptionen hast, linke und rechte Maustaste, überleg dir genau, ob du sie nutzt. Rot hat negative Auswirkungen. Blau positive. Ich zum Beispiel habe wie du immer alles gemacht, was ging. Ja, wenn das da ist, ne, dann will man es ja auch einmal nutzen. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Hello, wir sind's, die Neuen. Hier ist noch ein Log. Sie hat sogar damit gedroht, mich zu melden, wenn ich sie nicht umlasse. Und jetzt ist sie schuld. Wie alle anderen auch. Und dieser Blick... Und warum auch nicht? Wir sitzen ohne. Okay, da wurde nochmal nice rumgemacht. Ehre. Danke für den Hinweis übrigens, sonst wäre ich jetzt ja wieder falsch gelaufen. Weil falsch gedacht, ne, so mad. Absturz ist ein ordnungsgemäßer Ablauf, nicht zu erwarten. Das ist kein militärisches Schiff. Die Befehlskette von einer Stufe nach oben verschieben ist keine Lösung. Captain Fan. Remix. Okay. Klingt alles jetzt erstmal nicht so cool, ne? Jeder hat hier irgendwelche Zweifel, egal an was.
Egal wie mies die Notsituation auch ist oder nicht. Keiner freut sich auf das, was so ansteht. Das ist oft nicht gut. Du wärst nicht falsch gelaufen, du hättest ein paar Story-Elemente liegen lassen. Ja, das zählt für mich zu falsch laufen. Deswegen Dankeschön. So, was haben wir hier noch vom Doktor? Oh. Bam. Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann. Wieder klar denken kann. Sie müssen sich beeilen. Ja, aber auch überall so sporenartig, ne? Toll, für mich wieder als Pollenallergiker hier, Leute. Das Paradies. Para. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Gut, hier geht's auch gar nicht so weit rein, wie ich jetzt ursprünglich erwartet habe. Okay. Sehr interessant. Ich finde die Idee an sich auch sehr krass, dass du halt keine Chance hast, so richtig zu entkommen, ne? Weil es einfach die Welt ist, auf der du dich befindest, die gegen dich arbeitet. Na, mal gucken. Mal gucken, wie der weitere Weg aussieht. Also generell ist alles ziemlich frei, was man macht. Sowohl mit Hinblick auf Dragon Age als auch beim Mass Effect. Man hat natürlich so einen roten Faden in den Stories. Man hat aber auch sehr viel Freiheiten. Ja, du musst jetzt nicht nur der Main Story folgen. Du kannst selber entscheiden, wann und wie viel du mit den Begleitern eben interagierst und so weiter. Vom Verstoßen bis zum Rumknutschen. Ja, solche Geschichten. Und es sind beides sehr, sehr empfehlenswerte Reihen, mit denen ich immer sehr viel Spaß hatte und jetzt auch habe. Eins und zwei gekauft, der Gönnung. Nice, ausgeschlachteter Mac. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Oh, oh, oh. Das klingt alles nicht gut. Hier klingt alles scheiße. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Ja, die hätte ich auch ganz gern. Überlebende. Ja gut, Überlebende sind ja eigentlich erstmal happy. Also wenn wer kommt, um zu helfen. Hallo. Unterbelichtet, aber vom selben Clan wie die, die uns angegriffen haben. Unterbelichtet, aber es sind nur Frauen. Grunt. Grunt, mach nicht diesen. Oh mein Gott. Ist das eine frühere Phase oder hat das Exil die anderen gewalttätig gemacht? Ist das ein Menschenclan von Frauen? Endlich mal was, das ich verstehe. Aber warum hat die Frau am Strand gesagt, die Jäger wären verstoßen worden? Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts. Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und sie tragen den Fluch seines Gesichts. Er ist aber auch nicht nett, oder? Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Sag doch einfach, dass ich hässlich bin. Ja, kein gutes Zeichen. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Er schließt sich mir auch noch nicht ganz. Wir werden sehen. Den Teil nicht auf YouTube hochladen, ja, auf Twitter vor allem nicht. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Ja, ich käme an, oder? Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Oh, sorry, alles klar. Dann nehme ich nur euer Medigel und pinkel hier ein bisschen rum und so. Was geht hier? Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Okay. Wunderschöne Verehrung. Wer würde nicht so verehrt werden wollen? Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht. Genau wie der andere. Sie werden mir wehtun. Klassisches Gespräch, wenn Kraft in der Öffentlichkeit ist, Mann. Dream, danke. Kussi geht raus. Wo sind die Mass Effect 2 Videos auf Twitch hin? Freunde, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, Twitch muckt momentan viel rum mit Soundtracks, mit Musik und so weiter, weswegen alle erstmal im Panikmodus sind, alles gelöscht haben. So auch ich, damit da nichts geclaimed wird und so weiter und so fort. Darum kommt das dann alles geschnitten, wow, und verzögert auf YouTube, aber Twitch ist momentan, besser gesagt, die Streamer sind ein bisschen in der Bredouille.
Und das sind so die einzigen Sachen, wie man aktuell dagegen richtig vorgehen kann. Energieversorgung um. Indem nichts da ist zum Klippen. Besonders betroffen Clips, aber auch Wots. Und solche Taktiken sind für Gefangene sinnvoll, aber doch nicht für den eigenen Clan. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das alles zur Verteidigung zählt, was die gerade auch gesagt haben. Oh shit, Credits am Start. Es werden neue kommen. Ja, also ich habe ja seit geraumer Zeit auch Best-of-Clip-Sachen und so weiter geschnitten, aber da waren halt auch Sachen von vor 6 Jahren und so dabei. Ja, und da muss ich ja nur einmal irgendein Lied auf YouTube angemacht haben. So, und da hat halt keiner Bock drauf, darum haben alle... Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Wie auch ich, komplett alles rausgeschmissen und machen das im großen Stil auch bis auf Weiteres erstmal weiterhin so. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber... Das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. The fuck? Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Oh, das erklärt keine 10 Jahre. Hart, aber verstehbar. Er muss durchgedreht sein. Ja... Die Frage ist dann natürlich immer, das hatten wir ja im ersten Teil auch, ne? Wie kannst du dafür sorgen, oder wer soll besser gesagt diese Entscheidung treffen, wer dann überlebt, ja, die Schlauesten, die Stärksten, die Besten, so Adam-Eva-mäßig, einer muss so eine Entscheidung immer treffen. Das hatten wir ja mit diesen Überlebenskapseln dann, ne? Die auch immer weiter runtergefahren werden mussten. Uff. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Alter. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem... Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. The fuck? Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Ey, mir aber gerade auch nicht. Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Huff. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Echt so? Ich muss diesen Mann finden. Oh fuck, das klang überhaupt nicht gut. Normaler Freitagabend. Bruder, scharf machen. Oha, wir können so ein bisschen hier was aufbauen oder wie? Das ist ja interessant. Oh, das ist sehr dicht beieinander alles. Erstmal komplett Panik. So, das war hier dieser und das war... dieser. Nice. Okay. Was denn jetzt? Oh. Das ist gemeint mit scharf machen. Ah, Jungs, geht ab weg. Okay, dann nicht. Eure Entscheidung. Hier spricht Captain Ronald Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Das wird nicht schön. Die alten Leichen wurden aufgestellt. Eine Warnung.
Die Neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Oh, 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 oh. Das wird gar nicht cool. Ey, ich muss hier erstmal zur Deckung kommen. Da greifen die schon an hier. Ich glaub's ja wohl. Ihr Schweine. Zack. Weg mit euch. Ah. Das muss wehtun. Okay. Ich hatte immer eine Wahl. Es ist ein bisschen spät, jetzt seinen Opfern die Schuld dafür zu geben. Das stimmt wohl. Uah. Was war das denn? Auf einmal waren sie weg. Hab sie erwischt. Entschuldigung. Entschuldigung, sagt er. Oh, von drüben auch. Oh, oh, oh. Ich hab kaum noch Muni. Der muss sitzen. Komm nur rüber. Eingefroren. Nice. Das hat schon mal funktioniert. Der schwebt da auch wunderbar, der Kollege. Nichts mit Backup hier. Feierabend. Okay. Noch was? Nö, die Jungs sind auch aus der Deckung. Muni, Muni. Ich brauche mehr Sniper-Muni. Das war gerade halt so richtig blödes Timing wieder, ne? Jacob haut ihn in die Luft. Ich habe den anderen eingefroren. Und keiner war gerade irgendwie ready, so richtig... Junge, was mache ich denn? So richtig einen nachzusetzen, wollte ich sagen. Das ist natürlich sehr unangenehm. Wo denn noch, Alter? Wo stehen sie denn überall? Holy fuck. Einer noch. Lausbub, Hallöchen. Junge, lass mich erstmal ganz entspannt vorrücken hier. Bevor wir da alles kaputt böllern. Ist der auch hin? Bin mir manchmal nicht sicher, wenn die nur am Boden liegen. Nicht geil. Schön einmal explodiert. Ich hab sie. Ja Leute, ihr müsst gerade mal raggen. Oh, da fliegt er aber auch ordentlich. Schöner Ratschlag. Raus mit die Mechs. Schön viel Muni liegt da auf jeden Fall. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Ehrlich, was da los, Mann? Gar nicht schön. Selva, hallöchen. Hi, hi. Diggi, gute Nachrichten. Noch morgen und dann nächste Woche. Und ich habe einfach den Anfang vom Internat durchgezogen. Ja, geil, ne? So schnell schon wieder vergangen. Holy fuck, geht Sadie auf jeden Fall. Das könnte nützlich sein. Schwere Pistoleschaden erhöhen. Wieso komme ich an die Muni nicht ran? Gebt mir die Muni. Dankeschön. Hoffe, da war schön viel Sniper dabei. Zu Ronald Reagan manchmal. Leider zu selten. Aber ich versuche stets diesen Pfad zu gehen. Klappt nur manchmal nicht so. Die Kissen stehen da auch nicht aus Zufall, oder? Warte, wie sieht's aus beim Sniper? 20 Schuss. Könnte schlimmer sein. Könnte halt auch geiler sein. Ja, lauf, Shepard! In die Deckung. Ehre. Okay. Au! Oh, schön die Rüben zerlöten. Hä? Was ist das für Sound? Nice. Da kommen noch welche. Hallo! Hier sind's. Oh, direkt gefreezed beide. Schön. Zack. Ja, das Leute ist super. So verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Ja, wer weiß, was übrig ist von ihm. Mehr Credits für die Ersatzteile, die wir im ersten Teil nie bergen konnten. So sad. Und ich glaube, wenn wir jetzt so viel Muni haben, dann nehmen wir auch mal unseren Laser hier wieder, der doch eigentlich gut funktioniert. Hello. Deine Shit. Hallo. Platschuss. Zack. Komplett weggebrutzelt. Oh shit. Da hauen wir gleich mal das Schild auch runter. Oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Uff, Leute. Macht keinen Mist. Erstmal Reagan ja an den Solarpaneelen oder was es sein soll. Jacob kommt von da drüben. Ich habe nur noch 15 Schuss. Damit können wir die Panzerung nochmal besearchen. Sollten wir wechseln? Yeah!
Vielleicht können wir den auch einfrieren. Ja, sieht gut aus. Sieht gut. Oh, das war natürlich nicht so gut. Aber einfrieren hat geklappt. Sehr schön. Das geht hoch. Boah, Leute, der Rückstoß von allem. Holy shit. War es immer noch nicht. Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Nice. Im ersten Teil musst du Tali mitnehmen, Elektronik ausskillen. Genau, da war ja immer das Problem von wegen Elektronik-Level zu gering. Und dann ging das alles nicht mehr und Umskillen hat auch nicht so funktioniert, weil wir Autoverteilung drin hatten und ach, das war nicht so schön, aber es hätte schön sein können, das ist wohl wahr. Hier war da eben noch ein PDA, der liegt da vorne. Okay, okay, das lief doch eigentlich ganz gut. Auch das mit der Frostmuni hat sehr, sehr geil funktioniert. Wenn ich die jetzt auch noch bei meiner Laserwaffe angeworfen hätte, der Dicke noch eher eingefroren wäre, wäre das, glaube ich, noch ein bisschen geiler geworden. Aber so kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Kryo-Munition, schon top. Das Einzige, was mir jetzt immer timingmäßig gefehlt hat, war eben, dass ich nachladen musste. Wenn ich hätte super nachsetzen können und auch die Boys haben leider nicht so nachgesetzt, wie ich es gern gehabt hätte. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Voro, hallöchen. Hi, hi. Auch hi, hi an alle, die hier sind. Irgendwo? Nein. Ist ja das. Ronald Taylor. Und er chillt komplett. Er gönnt sich mies. Hier schön ein paar Ölflecken. Bisschen Altöl entsorgen. Schöne Aussicht. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain? Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer sind Sie überhaupt? Ich bin Shepard mit Jacob. Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Und? Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt. Bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Ja, aber das kann ja nicht als Rechtfertigung dafür gelten, was er getan hat. So, ich war nicht bereit. Ja, der fuck. Kannst du dann bei jedem sagen. Bei jedem Diktator und Tyrannenkönig und was auch immer. Ja, Leute, sorry, ne? Dass ich alle in die Scheiße geritten und die Hälfte der Bevölkerung getötet habe. So, ich war einfach nicht bereit. Ja, okay, cool. Der fuck, Mann. Der fuck. Mit mir kann man wirklich reden, Captain, aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Wow. Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Mhm. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt? Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Keine Ahnung, das sind für mich alles keine Gründe, die da jetzt irgendwas wirklich relativieren könnten. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten Sie nicht um Ihre Familie willen von hier weg?
Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Ja. Und Grunt steht da hinten so, während wir beide mit Augenkontakt sprechen und denken so, ja, Leute, die Menschen wieder, ne? Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Max. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als sich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Ja, absolut. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen? Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Ja, klar, so funktioniert das doch mit der Evolution, oder nicht? Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger. Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich, bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut. Und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Wir können es wieder gut machen. Sie stehen dafür gerade, auf jeden Fall. Verlockend, aber ich lehne ab. Ja, eigentlich müssen wir ganz unten immer ein bisschen strikter sein. Es wäre mit Sicherheit ein Wahnsinnsurlaub. Aber ich werde sie nach all der Zeit nicht einfach so davonkommen lassen. Verdammt richtig. Für die Vorkommnisse hier sollte ich seinen Schädel belüften. Aber es ist nicht mal wert, dass man den Finger am Abzug rum macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Ihn in seiner Hölle lassen. Er entkommt dem Gesetz nicht. Boah, schwierig, ne? Er wird sich dann hier selber ja langsam aber sicher zugrunde richten. Ihn einfach zu erschießen ist wirklich auch zu lame, ne? Er hatte ja so oder so irgendwie letztendlich auf sein Ende hingearbeitet, in seinem ganz eigenen Paradies, in seiner Hölle lassen. Schwierig. Nee, erschießen wird auch Jacob, glaube ich, nicht glücklich machen. Gesetz, Gerechtigkeit, wissen wir, ist auch so eine schwierige Sache, ne? Wenn wir dem Rat das wieder erzählen, der glaubt uns da nicht, was wir hier gesehen haben. Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass die restlichen Überlebenden abgeholt werden, während der amtierende Captain sich um die Löcher kümmert, die wir in seine Max gestanzt haben. Moment mal. Ich muss doch gerettet werden. Wir haben ja keine Ahnung, was diese Wahnsinnigen mit mir machen werden. Nicht schwer zu erraten. Mein Vater war ein anderer Mann, Shepard. Ein guter Mann. Ich wünschte, ich hätte ihn gefunden. Jacob! Als Toter warst du ein besserer Mann. Und soweit es mich betrifft, bist du das auch immer noch. Hui. Jacob! Oh. Da hat's gescheppert. Da hat's nochmal gescheppert. Ja. Hui, Stufenaufstieg. 750 Erfahrungen, 2 Punkte. Die Überlebenden von Aya werden von Allianzpersonal mit Unterstützung durch Cerberus behandelt. Zum Glück scheint Taylor die Erfahrung psychisch gut verarbeitet zu haben. Jacob Taylor hat mit seinem Vater abgeschlossen und kann sich nun voll auf die Mission konzentrieren. Geil. Erzeugt ein Schild, das eine große Menge Schaden schluckt. Schlucken, Lell. Von Jacob. Ah, das ist jetzt diese Barrierenkraft. Cool. Neues Outfit. Nice. Schwere Pistole Schaden erhöhen. Credits haben wir auch ganz gut geplündert. Element Zero am Start. Platin haben wir keins, aber Bericht ist fertig. Cool. Schöne Mission. Also, schön. Ja, im Sinne der entsprechenden Umstände. Ei, ei, ei. Da hat's wieder gescheppert. Aber hallo. Aber sowas von. Hallo. Allianz
Kreuzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Überlebende abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, können wir längst weg sein. Ja, top. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ja, sie lächeln halt nie. Ich habe ihn einfach gesiezt. Ich bin in der Rolle, Leute. Ich bin Rollenspieler. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Oh, hallo. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Oh. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter vier Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylors Körper hat einiges nachzuholen, aber der Mann ist längst tot. Ich habe das bereits verarbeitet. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Hey, ja, dann kann man den auch so in Erinnerung behalten. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Okay. Es eskalierte wieder leicht. Sieht man sich heute bei der Pressekonferenz auf jedes Sinn? Definitiv. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard. Danke für die Hilfe. Nur dieses eine Mal, nein, Mann. Immer. Bro Moment. Jederzeit, Jacob. Nice. Schön. Schön, schön. Und ich denke, das ist ein super Moment, um unsere heutige Session zu beenden. Ich glaube, Madrid hat gerade noch vorgeschlagen, eine kleinere Mission zu machen. Aber nicht, dass ich da wieder eine halbe Stunde rumwundere und dann durchhetze oder so. Weißt du, das ist mir ein bisschen zu heiß dann doch. Und ich glaube, wir haben heute sehr gut was geschafft. Wir haben ja ein bisschen gescannt, wir haben gesprochen, Mission freigeschalten, Hauptstory, Nebenstory. Schön. Ein Träumchen. Ein wahres, wahres Träumchen, liebe Leute. Ja, nochmal, wie gesagt, ein Statement für alle, die die Twitch-Videos vermissen. Die bleiben schon erstmal eine Weile gespeichert, fliegen aber momentan bei mir und bei vielen anderen relativ schnell wieder raus. Ja, es wurde auch alles gelöscht aus den letzten Jahren. Ich hatte irgendwie 3000 Clips oder so, ja, die rausgeflogen sind, einfach weil momentan sehr, sehr viele urheberrechtliche Sachen durchgesetzt werden, im Sinne von, irgendwo ist irgendein Soundtrack oder eine Musik angewiesen, was mich jetzt zum Glück nicht so betrifft, wie die Leute, die 24/7 Chart-Playlists abspielen. Ja, aber auch hier muss ich nur einmal bei irgendwelchen T-Mock-Shows oder so einen Hintergrundsound angemacht haben, oder ihr kennt es selber. So, jetzt will ich euch jetzt keine Schuld geben, ne? Aber man postet mal einen lustigen Link, guck mal rein, das haben wir dann an, das klippt irgendwer und schon bist du für irgendeinen Clip von fucking 2015 oder so am Arsch. Und um das zu vermeiden, haben jetzt alle eigentlich alles gelöscht. Das wird momentan auch noch so gehandhabt, weil man sich nicht so sicher ist, wie das aussieht, auch mit Gaming-Soundtracks und so. Ja, einige Spielefirmen arbeiten da auch mit Orchestern zusammen oder sowas, gerade auch die aus dem asiatischen Raum, wenn ich da an Final Fantasy, Dragon Quest und so weiter denke. Muss man da immer ein bisschen aufpassen. So oder so, das ist auch keine neue Situation. Es wird nur momentan sehr hart durchgegriffen, weswegen alle ein bisschen mehr aufpassen. Und darum werdet ihr bei allen Streamern, denke ich, nahezu ähnliches Verhalten feststellen. Was aber gut ist, bei YouTube haben wir da, ich sag mal, in der Regel eine etwas tolerantere Reaktion, dass man nicht gestrikt wird oder so, sondern dass man eine Warnung bekommt, dass YouTube das rausfiltern kann und so weiter und so fort. Deswegen werden die Teile auf jeden Fall auf YouTube kommen. Ja, auf Twitch bleiben sie nur nicht ganz so lange, da fliegen sie raus, ich exportiere die auf YouTube und da kommen sie allerdings mit einer ordentlichen Verzögerung. Ja, ich glaube, morgen kommt der letzte Part von Teil 1, dann geht's langsam los mit Teil 2 und so weiter und so fort. Also es ist alles nicht weg,
Ja, es ist jetzt quasi nur hier weg. Ja, geile Begründung, ein bisschen verschoben kommt dann auf YouTube. So, und ist im Grunde, wie gesagt, keine neue Situation für keinen von uns, aber dass es dann wieder auf einmal relativ hart durchgegriffen wird, das sorgt für so eine gewisse Massenpanik und darum passen da momentan alle ein bisschen auf. Ist scheiße für uns, ist auch scheiße für euch, wenn man was nachgucken will, aber ist letztendlich besser, als wenn dann auf einmal alles weg ist. Im wahrsten Sinne. Und darum müssen wir da ein bisschen gucken und ein bisschen haushalten. Ja, schade, schade, aber es geht an sich nach wie vor weiter. Morgen zum Beispiel mit der schönen WoW Alpha und dann am Montag natürlich auch wieder mit Mass Effect. Und dazwischen gucken wir, wie wir ein bisschen zwischen Alpha und BFA hin und her wechseln. Also sicher YouTube initiiert, damit sie wieder die Videomacht bekommen. Ah, wenn das nicht wirklich manchmal so ist, dass im Hintergrund die Strippenzieher sich da auch gegenseitig in die Scheiße reiten. Das könnte sein, das könnte sein. Nur ist es ja, wenn einmal da wer was gefunden hat, dann auch nicht schwierig, die anderen Plattformen irgendwie zu belappen in der Hinsicht, ne? Wenn sie sich da mal nicht ins eigene Bein schießen. Aber ja, das ist so Situation. Ich finde, jenseits von diesem Negativpol der seltsamen Videoereignisse hatten wir heute wieder sehr viel Spaß. Ich zumindest, ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier an Ort und Stelle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Vielen Dank für eure Tipps und fürs Mitmachen. Habt noch einen wunderschönen Abend. Denkt an die EA-Konferenz, wer um 1 Uhr noch wach sein sollte. Eine wunderbare Pressekonferenz erwartet uns und da werde ich, denke ich, auch am Start sein. Natürlich vor der Cam und ich stelle das alles vor. Ich bin die Konferenz. Lul. Das zum Glück nicht. Danke euch, macht's gut und bis denn. Tschüss.